Wunderbaren und schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserer Diskussion Transformative Wissenschaften. Ich freue mich, dass so zahlreich die Resonanz ist. Ich hoffe, dass möglichst viele der zahlreichen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der verschiedenen Berliner Unis hier präsent sind. Ich bin dann auch gespannt auf Ihre Fragen. Ja, danke für Ihr Interesse. Ich möchte auch ganz, ganz herzlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen am Livestream begrüßen. Wir sind hier sozusagen online und haben mit Sicherheit auch noch, das ist die Regel mittlerweile hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung, schon noch mal 100 bis 200 zusätzliche Leute, die die Debatte hier verfolgen. Auch an Sie herzlich willkommen. Wir möchten uns heute nichts Geringerem als der Frage zuwenden, geben die heutigen Wirtschaftswissenschaften noch Antworten auf die Herausforderungen nicht nur der Gegenwart, sondern vor allem auch der Zukunft. Wir haben bereits mit der Finanzmarktkrise eine große Erschütterung auch in den Wirtschaftswissenschaften erlebt, zumindest temporär. Was ist denn daraus geworden? Hat sich denn durch das Nachdenken, wie die Wirtschaftswissenschaften unter anderem die Finanzmarktkrise weder vorhergesagt haben, noch gute Antworten gefunden haben darauf aus unserer Sicht, hat sich da was verändert? Weil das ist auch meine Perspektive. Wir leben ja nach wie vor in großen Instabilitäten, vor allem auch der Finanzmärkte, auch wenn es in der Öffentlichkeit nicht mehr das große Thema ist oder aus der Öffentlichkeit verdrängt worden ist. Welche Antworten geben die Wirtschaftswissenschaften auf die großen anstehenden und bereits ja schon diskutierten Umbrüche? Stichworte sind hier Digitalisierung und Robotisierung. Warum wir aber vor allem auch zu dieser Veranstaltung hier und heute Abend eingeladen haben, ist, wie geht denn eigentlich die Wirtschaftswissenschaft damit um, dass angesichts von Klimawandel und angesichts der planetarischen Grenzen erhebliche Zweifel daran geäußert werden, aus unterschiedlichen Kontexten heraus, ob wir denn mit unserem Wachstumsmodell so weitermachen können. Ist Wachstum als der wichtigste Indikator im Bruttoinlandsprodukt der wichtigste aller Indikatoren? Ist denn die Wirtschaftswissenschaft auf diese Debatte rund um nachhaltige Entwicklung, um die Zukunftsfähigkeit unseres Planetens überhaupt vorbereitet? Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir vor allem von Herrn Bofinger zu hören bekommen, ob die Debatte um Wachstum, die Debatte oder die wachstumskritische Debatte in den Wirtschaftswissenschaften ankommt, ob nachhaltige Entwicklung überhaupt ein Theorem ist oder ein programmatisches Ziel, mit dem sich Wirtschaftswissenschaften auseinandersetzt. Bereits in den Wirtschaftswissenschaften selber, das wissen wir auch, weil wir hier auch aktiv sind als Heinrich-Böll-Stiftung, unterstützen wir unter anderem studentische Initiativen, die sich mit pluraler Ökonomie und der pluralisierteren Lehre an den Universitäten beschäftigt. Das möchte ich hier nur kurz erwähnen. Um was es hier aber heute Abend geht, ist, dass eine größere Gruppe von über 30 namhaften Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftlern einen Aufruf vorgelegt hat, der eben genau der Frage nachgeht des heutigen Abends, welche Rolle muss und sollte Wirtschaftswissenschaft spielen, wenn sie verantwortungsvoll und proaktiver Antworten auf die geforderte große Transformation geben will. Die große Transformation ist der Begriff des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung, die 2011 dieser Beirat eine große Studie vorgelegt hat, uns nicht nur diese sogenannten planetarischen Grenzen aufgezeigt hat, sondern eben unter anderem vor allem gefordert hat, Business as usual geht nicht mehr. Wir brauchen Umdenken, Umsteuern in fast allen wirtschaftsrelevanten Bereichen, bei der Mobilität, bei der Energieproduktion, im Agrarsektor und so weiter. Aber nochmal, diese Gruppe der Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftler hat eben diesen Aufruf vorgelegt.
Und einer, der diesen Aufruf mitinitiiert hat und mehr oder minder den Vertrag, einen neuen Vertrag zwischen Wirtschaftswissenschaft und Gesellschaft fordert, ist heute Abend bei uns. Begrüßen Sie ganz, ganz herzlich rechts von mir, von Ihnen links, Professor Dr. Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Herzlich willkommen, Uwe, dass du hier bist. Uwe Schneidewind ist auch Mitglied in diesem WBGU, also dem Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung. Er ist also nicht nur Wissenschaftler und leitet ein Institut wie das Wuppertal-Institut, sondern er hat ja auch Erfahrung mit dem Rat geben. Wird der Rat denn angenommen? Wie wirkt denn unter anderem ein solcher Aufruf? Das werden wir gleich von ihm erfahren. Diskutieren wird Uwe Schneidewind mit Professor Peter Bofinger. Herr Bofinger ist, denke ich, allen bekannt hier. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Würzburg und, verzeihen Sie mir, das dienstälteste Mitglied. Kontinuität brauchen wir auch, ist ein wichtiges Thema. Er ist Mitglied des Rats der sogenannten Wirtschaftsweisen. Das ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Auch mit Ihnen werden wir nicht nur die Reaktion auf den Aufruf diskutieren, sondern wir sind sehr gespannt, von Ihnen sehr unmittelbar und direkt zu erfahren, wo Sie denn denken, dass Wirtschaftswissenschaft auf den Prüfstand gehört, wo muss sich Wirtschaftswissenschaft erneuern, wo sind Blindstellen, blinde Flecken auch in der Wirtschaftswissenschaft und damit natürlich dann auch in der Beratung. Das ist ja eigentlich dann ziemlich folgerichtig, was wird beraten, wenn vorher nicht gelehrt, geforscht und nachgedacht wird. Danke an Sie, Herr Professor Bofinger, dass Sie heute der Einladung gefolgt sind. Freut mich sehr, dass Sie zugesagt haben und sich der Debatte stellen. Ja, und dann befreue ich mich ganz besonders und ebenso sehr, dass ich Katharina Dröge hier begrüßen darf. Sie wird hier ganz stark nochmal die Sicht auch der Politik einbringen, nicht nur die Sicht der Politik aus Grüner. Sie ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied des Deutschen Bundestags. Nicht nur, was brauchen wir, auch ihr zum Beispiel als Parlamentarier für Ratschläge aus der Wirtschaftswissenschaft, um mit den großen Herausforderungen umzugehen. Katharina Dröge ist Volkswirtin und seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Sie beschäftigt sich mit Handelsfragen, mit Wettbewerbsfragen und ist ganz neu gewählt worden in den Fraktionsvorstand der Grünen. Und ich bin sehr froh, dass dort auch so profunder wirtschaftswissenschaftliche Kompetenz vorhanden ist. Also ich denke, alles in allem eine gute und gut zusammengesetzte Runde. Herzlichen Dank Ihnen. Ich sage Ihnen jetzt noch ganz, ganz kurz was zum Ablauf. Uwe Schneidewind wird uns jetzt erstmal kurz 10 Minuten in die wichtigsten Thesen des Aufrufs und der Aufforderung, warum und der Frage nachgehen, warum brauchen wir denn transformative Wirtschaftswissenschaften? Dann werden sowohl Katharina Dröger als auch Peter Bofinger diesen Aufruf kommentieren. Dann möchten wir erstmal hier oben in eine hoffentlich muntere Debatte einsteigen unter den dreien. Und ich verspreche Ihnen, Sie kommen dran, dann danach, und zwar in einer besonderen Form. Sie sehen, dass hier ein Stuhl freigehalten ist. Viele wissen, die oft bei uns sind, das ist das Anzeichen dafür, dass wir mit Ihnen in eine Fishbowl-Debatte gehen. Wir sind die Fische in der Schale, nicht ganz, auf der Bühne. Und Sie kommen uns besuchen und dürfen sich, wenn Sie bestimmte Fragen haben, dann auf diesen freien Stuhl setzen. Das geht immer nur nacheinander, selbstverständlich. Und es ist auch so, der Stuhl soll Sie nicht einladen dazu, dann das Mikro zu usurpieren, sondern wirklich kurz und knapp eine Frage stellen oder widersprechen, was hier oben gesagt wurde, oder eine Anregung geben, was in der Debatte fehlt. Und es ist auch Ihre Aufgabe, mit dazu zu sorgen, dass dann die Person,
sich da nicht festsitzt, sondern sie gehen dann auf die Bühne und klopfen dem oder derjenigen auf die Schulter und sagen und bedeuten damit, jetzt bin ich dran. Prinzip verstanden, ich läute dann ein, wenn es soweit ist und ich hoffe auf eine gute und muntere Diskussion. Uwe, jetzt bist du dran. Wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank, Barbara. Barbara Unmüßig hat es nochmal deutlich gemacht, wo kommt der Begriff eigentlich her? Diese Idee, transformative Wirtschaftswissenschaft in der Form aufzugreifen. Wissenschaftlicher Beirat, globale Umweltveränderung 2011. Dieses Gutachten zur großen Transformation nochmal deutlich gemacht, dass wir uns im 21. Jahrhundert vermutlich in einer solch fundamentalen Transformationsphase befinden, die massive Auswirkungen nicht nur auf die technologischen, infrastrukturellen, sondern eben auch die ökonomischen, kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen hat. Und das wird in diesem Gutachten vor dem Hintergrund der Herausforderung von Klima- und Nachhaltigkeitsherausforderungen sehr schön herausgearbeitet. Und das Besondere in dem Gutachten im Hinblick auf Wissenschaft war, dass sich der Beirat damals auch sehr intensiv mit der Rolle von Wissenschaft in diesen Veränderungsprozessen auseinandergesetzt hat und ihm deutlich gemacht, dass in solchen fundamentalen Veränderungsprozessen in modernen Wissensgesellschaften, in denen befinden wir uns ja, Wissenschaft eine ganz neue und auch sehr viel stärkere Rolle zukommt und zukommen muss. Und das vor dem Hintergrund, und Barbara sprach das gerade an, auch gefordert, wir brauchen auch einen neuen Vertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, weil diese Orientierungsfunktion und das ganze Thema Klima wäre ohne eine elaborierte Wissenschaft überhaupt nicht auf die politische Agenda gekommen. Die Orientierungsfunktion von Wissenschaft in diesen Umbruchsprozessen eben von zentraler Bedeutung ist. Wir haben damals vom Wuppertal-Institut im Jahr 2013 eine Analyse des gesamten deutschen Wissenschaftssystems aus der Perspektive gemacht. Das ist ein Buch damals gewesen mit dem Titel Transformative Wissenschaft, wo wir eben aufgezeigt haben, wie die Art und Weise, wie das deutsche Wissenschaftssystem organisiert ist, in vielen Feldern diese Funktion kaum noch erfüllt. Das hat damals auch zu einem starken Weckruf in vielen zivilgesellschaftlichen Bereichen geführt. Umweltverbände, die sich vorher eigentlich nie groß für Wissenschaftspolitik interessiert haben, merkten plötzlich, ja, das stimmt eigentlich. Früher, da hatten wir, als damals in den 70er Jahren die vielen kritischen Wissenschaftler noch im System waren, da konnten wir uns mit kritischen Ökotoxikologen, mit aufgeklärten, noch Ökosysteme denkenden Biologen und auch mit kritischen Ökonomen sozusagen in der Unterstützung in die politischen Kämpfe gehen. Und wenn wir jetzt in die Hochschulen schauen, haben wir für solche Formen von Kritik gar keine Resonanzräume mehr. Aber in den modernen Demokratien werden diese Diskussionen natürlich über die Kraft des stärkeren und besseren Arguments ausgetragen. Und wenn nur noch bestimmte politische Kräfte Resonanzraum im Wissenschaftssystem haben, verschiebt das gewaltig die politischen Gewichte. Das heißt, letztlich ist Wissenschaftspolitik eines der zentralen Politikfelder für die Zukunft unserer Gesellschaft. Gleichzeitig hat es dieses System aber geschafft, ich gebe Ihnen gleich ein bisschen Raum zum Platz, hat es dieses System geschafft, diese Idee der Autonomie in einer Form hochzustilisieren, dass sozusagen sich da gar keiner rantraut. Ich war selber auch mal Unipräsident und diese Domestizierungsprozesse, wenn jemand neu Wissenschaftsministerin und Minister wird, durch die Rektoren und die Akademikerin, sagt dem Motto, liebes Mädchen, du hast dich mal bis AStA-Vorsitzende gebracht und lass dir jetzt mal von den Professoren klären, wie das wirklich läuft. Eine Uni hast du auch nie geleitet. Das ist wirklich unglaublich. Das heißt, das, was eigentlich an gesellschaftlicher Orientierungsfunktion notwendig ist, wird vom System kaum geleistet. Und besonders dramatisch ist das in der Ökonomie. Denn wir sind ja nicht nur eine Wissensgesellschaft, sondern die Art und Weise, wie wir heute konfrontiert sind mit den Nebenfolgen des modernen ökonomischen Systems. In ökologischer Hinsicht, in der Art und Weise, wie dieses globale ökonomische System organisiert ist und gewaltige ökologische Nebenfolgen erfolgt, in sozialer Hinsicht, ich meine, da ist Herr Bofing ja ganz nah dran, und das war im 2008, und das ist, glaube ich, immer wichtig zu verstehen, die Finanzkrise war eben das besondere Zeichen, wie dieses System zunehmend auch ökonomische Dysfunktionalitäten entwickelt, aber im Kern liegt darin eine Herausforderung in der Art und Weise, wie unser ökonomisches System konstruiert ist. Und jetzt guckt man in die Wirtschaftswissenschaft, wo nichts, auch keinerlei Angebote auf dieser grundlegenden Ebene heute sowohl in der Lehre als in der Forschung diskutiert werden. Sie finden keinen kapitalismuskritischen Ökonomen mehr in den deutschen ökonomischen Fakultäten. Die elaborierte Kapitalismuskritik zum Beispiel passiert auch auf hohem akademischem Niveau
in den sozialwissenschaftlichen Fakultäten. Da müssen Sie ins Institut für Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Wolfgang Strick und Co. gehen. Sie müssen nach Jena in das DFG-Kolleg Postwachstumsgesellschaften gehen. Aber die Ökonomie selber, angetrieben durch ein ganz verengtes und spezifisches methodisches Grundverständnis. Und das sind so einzelne Bausteine, eben das Basieren auf so einem methodologischen Individualismus, der dann auch gute Formalisierungen ermöglicht, der aber für alle kollektiven und kulturellen Phänomene fast völlig ausblendet. Ein sich nicht aktiv auseinandersetzen mit der eigenen Performativität, so das Hochhalten einer vermeintlichen Wertneutralität, obwohl man die wichtigste Legitimationskraft ist für eine ganz bestimmte Weise sehr, sehr normativ geprägter Wirtschaftswissenschaft und sich damit darüber dann zu immunisieren. Diese Form der Verengung und Selbstergänzung führt eben dazu, dass gerade in den Wirtschaftswissenschaften dieser Resonanz kaum gelingt. Mit einigen wenigen kleinen Inseln, und darum habe ich mich auf die Diskussion so riesig gefreut, weil natürlich Peter Bofinger einer ist, für eine bestimmte Form von Interessen ist für Ökonomen organisiert, nämlich innerhalb des Systems die sozialen Ausgleichsfunktionen, weil die Gewerkschaft immer darauf geachtet haben, dass es eine mindestökonomische Kapazität noch im System gibt. Die ist weitestgehend auch in den meisten Fakultäten abgeräumt. Aber über die eigenen Institute wie von Gustav Horn, IMK und eben das Benennungsrecht von Personen wie Peter Bofinger in den Sachverständigenrat ist das noch gewährleistet. Aber viele andere Perspektiven, wie zum Beispiel ökologische, tauchen nur in einer völlig verengten Umweltökonomieform auf und führen eine Frage grundlegender Kritik ist überhaupt kein Raum. Und das führt ja unter anderem dazu, dass viele der jungen Studierenden, die sagen, hey, ich spüre irgendwie, wenn ich in dieser Gesellschaft eine Veränderung auslösen will, muss ich verstehen, wie dieses ökonomische System funktioniert. Ich muss es verstehen und gleichzeitig brauche ich Räume, wo über Alternativen nachgedacht werden kann. Kann das funktionieren, eine Postwachstumsökonomie? Wie sieht das aus, ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wie lässt sich das integrieren? Was passiert eigentlich, wenn über Digitalisierung wirklich große Teile der Arbeitsplätze wegfallen? Sind da andere Gesellschaftsentwürfe möglich? Wie können andere alternative Formen der Geldwirtschaft aussehen, wenn jetzt über die Internetwährung eventuell auch ganz neue Räume der Geldschöpfung entstehen, eröffnet das Perspektiven für neue Visionen. Wie muss eine Stadtökonomie aussehen, in der große Teile auch stärker gemeinwohlorientiert wirtschaftet werden und man sie aus der Privatisierung rausholt? Diese Funktion, Ökonomie als Möglichkeitswissenschaft zu denken, profilierte Ökonominnen und Ökonomen zu haben an den Fakultäten, die einem da Visionen entgegenwerfen und wo dann ja auf jeden Fall die anderen auch da sein sollen, die das dekonstruieren. Heute bekommst du als Studierender nirgendwo ein Angebot dafür, sondern nur erklärt, dass nur wenn du dich auf den methodologischen Kanon dieser Disziplin einlässt und dich sozusagen intellektuell verarmen lässt, dann darfst du überhaupt weiterdenken. Ne? Das heißt, es ist ein Anti-Emanzipationsprogramm, das an ökonomischen Fakultäten läuft. Meine Tochter macht gerade ihren Master in Cambridge und die sagt, Papa, ich habe von vornherein gewusst, ich darf nie erwarten in dem Jahr, dass ich irgendwas darüber lerne, über die Fragen, die ich mal später bearbeiten will. Das ist ein Jahr Mathekurs und das ist wirklich, es ist ernüchternd an einer der führenden Fakultäten, aber sie eben genau weiß, ich muss da durch, denn wenn später meine Stimme gehört werden soll, um diese Welt zu verändern, dann hilft mir dieses Cambridge-Diplom, was zu bewirken. Aber die ist ständig im Gespräch mit den Kommilitonen und Kommilitonen aus der Biologie, Psychologie, aus vielen anderen Fächern, die sind begeistert, die sagen, hey, ich bin im Tempel angekommen, der geilsten Universität und jeden Tag fühle ich mich inspiriert und können immer gar nicht verstehen, dass die Ökonomen sagen, das ist das schlimmste Jahr, das ich je erlebe, weil zu den Themen, warum ich diese Studien gemacht habe, lerne ich 0,0, außer die paar Investmentbanker, die froh sind, dass sie danach die Jobs angeboten bekommen. Das heißt, die gesamte ökonomische Ausbildung ist eine Bankrotterklärung für das, was gesellschaftlich gebraucht wird und die gesamte ökonomische Zunft macht nichts anderes, als über minimale Korrekturen diese völlig in den Sand gesetzte Form von Ausbildung und Forschung zu legitimieren. Und das ist einer der Gründe gewesen, warum wir zumindest mit den letzten verbliebenen kritischen Kräften versucht haben, so ein Stück Gegenmacht zu organisieren und an diesem Punkt anzusetzen. Also so als... Ich erlaube mir jetzt mal eine ganz persönliche Bemerkung. Wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange, aber so in Fahrt habe ich dich selten erlebt.
ist wirklich großartig. Ich würde mal gedacht, ja, genau, stimmt. Aber vielleicht noch, vielleicht sagst du einfach nochmal, und dann ist gleich Katharina und dann Peter Bofinger dran. Vielleicht sagst du nochmal, gibt es denn irgendwas, was noch brauchbar ist an dieser Ökonomie? Ja. Ich habe das ja bewusst in dieser Form nochmal pointiert, weil in dem Kernkanon natürlich kann auch eine bestehende Ökonomie, auch gerade in ihren neueren Entwicklungen, eine ganze Reihe von ökonomischen Phänomenen, die auch eine hohe Relevanz haben, gut erklären können. Das große Problem ist eben, dass diese Bereiche, in denen jetzt neue Orientierungsbedarfe aufkommen, ne, und die eine völlig andere grundsätzliche Herangehensweise erfordern, mit sehr, sehr viel mehr Interdisziplinarität, eine Pluralität der Grundannahmen, ein aktives Auseinandersetzen, auch mit der unmittelbaren Rückwirkung des ökonomischen Handelns in die Gesellschaft hinein, dass dort, also wo der höchste Orientierungsbedarf ist, dass da eben zu wenig kommt. Das heißt, du hast eben ein bestimmtes Spiel gut erklären können und jetzt merkst du, die Regeln des Spiels und die Herausforderungen des Spiels verändern sich radikal und du versuchst eben nur zu legitimieren, dass du das alte Spiel noch gut erklären kannst, aber die Fragen, die von Gesellschaft gestellt werden, sind auf einer ganz anderen Ebene. Aber da kann ja Katharina Dröge gleich sehr viel mehr authentischer sagen, wo wird sie noch inspiriert durch Ökonomie? Wo hilft das ihr in ihrer wirtschaftspolitischen Arbeit? Und wo sind die Bereiche? Dann habe ich Fragen und dann merke ich, hey, da finde ich überhaupt keinen mehr, der mir noch eine sinnvolle Antwort stellen kann. Das kann sie ja sehr viel authentischer, glaube ich, auch hier nochmal einbringen. Ja gut, wenn du schon so wunderbar zu Katharina überleitest, dann gebe ich ihr gleich die Frage, was inspiriert dich noch an der Wirtschaftswissenschaften? Und hattest du so ähnliche Erlebnisse als du. Du bist ja noch nicht so lange aus der Uni raus und hast Volkswirtschaft studiert. Was war inspirierend, was war nervtötend und auf was hättest du gerne verzichtet? Ja, als ich den Vortrag mir gerade angehört habe, habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Zeit, in der ich mein Diplom gemacht habe. Ich habe an der Uni Köln studiert, was jetzt nicht sehr plural war in der Lehre und zeitgleich am IMK bei Gustav Horn gearbeitet, weil ich dachte, ich brauche einen Ausgleich. So. Und habe dann überlegt, nach dem Studium promoviere ich oder was mache ich? Und habe dann genau über diese Fragen nachgedacht, die du jetzt gerade nochmal skizziert hast. Und für mich war dann die persönliche Entscheidung am Ende zu sagen, das, was mich sowohl wissenschaftlich als auch politisch bewegt und interessiert, kann ich in der Politik, kann ich bei den Grünen besser diskutieren, als in eine wissenschaftliche Karriere zu gehen, weil ich gesagt habe, für mich selber, der Weg ist so steinig, in der Wissenschaft in Deutschland an diesen Themen zu arbeiten, da sind so viele Widerstände, das System ist so unbeweglich, dass ich bin dafür zu ungeduldig, um diesen Weg zu gehen. Das war so meine ganz persönliche Einschätzung. Und wenn ich jetzt darauf schaue, wie die VWL oder die Ökonomie die Politik berät, dann bin ich an diesem Punkt weiterhin. So, weil ich in den Bundestag gekommen bin, auch bewusst in den Wirtschaftsausschuss gegangen bin, weil ich gedacht habe, man muss jetzt auch über makroökonomische Fragen diskutieren, aber eine makroökonomische Debatte findet im Deutschen Bundestag nicht statt. So. Und das... ja, das ist einfach so. Wir diskutieren über andere Themen, auch da durchaus mit einem engen Bezug zur Wissenschaft. Also das muss ich auch als Positives sagen. Im Bereich der Wettbewerbspolitik ist das Problem ein anderes. Also nicht so stark wie im Bereich der Makroökonomie. Da gibt es nicht diese großen politischen Kontroversen. Da gibt es einen viel engeren Austausch. Auch wenn man jetzt zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss über das Sachverständigengutachten diskutiert oder über das Gutachten der Monopolkommission diskutiert, sind die politischen Kontroversen deutlich geringer, wenn wir über das Gutachten der Monopolkommission diskutieren. Und auch im Bereich der stärker empirischen Ökonomie, wenn wir Gutachten am DIW zu, keine Ahnung, Finanzfragen bestellen, dann ist die politische Debatte nicht so intensiv über Annahmen als im Bereich der Makroökonomie. Also ich finde, die Makroökonomie hat da nochmal einen ganz besonderen Stellenwert. Sie stellt aber auch die ganz großen Fragen. So. Und da ist es schon so, dass wir im Bundestag ein Stück weit, glaube ich, bedingt sich das, die Debatte so führen, die Empfehlungen, die im Gutachten des Sachverständigenrats sind, die Empfehlungen, die von VWL-Professoren kommen, sind am Ende auch politische. So wird das mittlerweile in der Politik wahrgenommen, weil die Modelle auf Annahmen basieren, hinter den Annahmen gewisse Grundvorstellungen darüber
sind, wie die Welt funktioniert, und damit sind die sehr konkreten Politikempfehlungen eben auch einfach politische. So, und dann bestellt sich jeder den Gutachter, der die Meinung vertritt, die man selber eben hat, und macht eine Stellvertreterdiskussion. Und ich habe Herrn Bofinger eben eine Anekdote erzählt. Ich bin Obfrau im Wirtschaftsausschuss gewesen und wir wollten die Gutachter des Sachverständigenrats einladen. Dann haben Grüne und Linke gesagt, wir wollen aber unbedingt zwei Meinungen haben. Und dann hat der Ramsauer es nicht geschafft, Herrn Bofinger und einen seiner Kollegen einzuladen gleichzeitig. Dann wurde der andere Kollege auch ausgeladen. So, das war gar nicht von uns intendiert, aber es ist so ein Zeichen dafür, wie die Debatte im Bundestag auch geführt wird, dass wir gesagt haben, mit einem zu diskutieren, der nur eine Meinung vertritt, macht das Ganze nicht so sinnvoll. Und damit zeigt das einfach, wie politisch das wahrgenommen wird, was die VWL macht. Und das ist ein Problem, weil auf der anderen Seite in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich Wirtschaftswissenschaftler auch als Experten wahrgenommen werden und dann die Frage gestellt wird, warum legitimiert ihr das im politischen Diskurs so? Und auf der anderen Seite, das habe ich dann auch nochmal für mich wahrgenommen, versteckt sich die Politik aber auch hinter so einem Expertentum. Also wir hatten zum Beispiel gestern im Arbeitskreis der Grünen Bundestagsfraktion nochmal die Frage Mindestlohnerhöhung. So. Und da hatten Kollegen den Antrag gestellt, zu sagen, die Mindestlohnkommission soll nochmal Vorgaben bekommen, die Entwicklung des Mindestlohns soll an die Entwicklung der Lohnentwicklung gekoppelt werden. Dann sagten andere Kollegen, wir wollen keine Vorgaben machen, das sollen die Experten entscheiden. So. Und das, finde ich, ist auch ein interessanter Punkt in der deutschen Debatte, dass man sagt, Fragen, die eigentlich originäre Fragen sind, die der Bundestag diskutieren müsste, über die Höhe des Mindestlohns, auch mit der Schuldenbremse hat man sich ein Stück weit den politischen, den großen Fragen der VWL entledigt und sie quasi in einem pseudo-neutralen Mechanismus übergeben, indem man gesagt hat, wir schaffen eine Regel und dann sind wir damit fertig als Bundestag. Da entzieht man sich auch ein Stück weit Debatten, weil sie dann irgendwie doch so kompliziert sind, weil man sich damit irgendwie auch natürlich angreifbar macht und weil man das dann doch lieber den Experten gibt, sorgt dann aber hintenrum natürlich dafür, dass die Experten in diesen Kommissionen drin sitzen, die wieder meine politische Meinung vertreten und dann stellvertretend die Debatten führen. Und das ist so ein Stück weit das Unehrliche, was wir auch in der ökonomischen und politischen gemeinsamen Debatte in Deutschland haben. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die wir gemeinsam auch als Politiker und Wissenschaftler haben. Ja, wunderbar. Herr Bofinger, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Ich würde gerne Frau Tröger auch noch eine weitere Frage stellen. Jetzt hast du schon sehr gut letztlich die Expertokratie und die Einseitigkeit und so weiter beschrieben. Das Anliegen, ich möchte jetzt nochmal auf das Transformative kommen, ja, was die Gruppe der 30 ne, gemacht hat, ne, mit dem Aufruf für eine transformative Wissenschaft, wendet sich ja nochmal stark auch der Debatte um Klimawandel, planetarische Grenzen zu. Ich frage jetzt mal ketzerisch, wie viel davon kritisch auch das Wachstumsmodell zu hinterfragen, kommt denn da überhaupt auch noch bei den Grünen an? Also natürlich sind das genau die Debatten, für die wir auch Impulse brauchen. Also sowohl das Thema Postwachstumsökonomie, auch das Thema Grundeinkommensdebatte, das sind alles Debatten, die wir auch führen und wo wir uns auch einen stärkeren Austausch oder stärkere Impulse aus der Wissenschaft wünschen. Ich muss nur sagen, als Bundestagsfraktion ist man dann schnell an dem Punkt, dass man sagt, okay, die Fragen sind nicht gelöst, also können wir uns damit jetzt im praktischen Geschäft dann gar nicht beschäftigen, dann geben wir sie zurück an die Partei und oder an die Heinrich-Böll-Stiftung und die soll dann die Fragen für uns diskutieren. Aber da sind wir auch, seit ich Mitglied der Grünen bin und ich bin 2000 eingetreten, immer wieder an dem Punkt, wo wir sagen, das ist eine wichtige Frage, die müssen wir diskutieren und da brauchen wir Antworten drauf. Und dann kommen wir 5 Jahre später wieder an diesen Punkt. Das heißt, da zeigt sich eben auch ein großer Bedarf. Mhm. Könnte jetzt auch über die Beratungsleistungen der Heinrich-Böll-Stiftung reden und wo die landen. Na? machen wir mal später. Herr Bofinger, Sie haben jetzt zugehört und Sie kennen auch den Aufruf. Ja, die Frage ist, wo ich anfangen soll. Ich würde mit was ganz Konkretem anfangen. Wenn Sie jetzt unzufrieden sind, dass Sie keine guten Diskussionen von Wissenschaftlern haben, könnten Sie anfangen in Ihren Ausschüssen, wenn Sie Experten einladen, dass die Experten miteinander diskutieren dürfen. Wenn Sie eingeladen werden als Sachverständiger in den Ausschuss des Bundestages, dann ist das wie so ein Marionettentheater. Das heißt, Sie werden von irgendeiner Partei jetzt berufen und jede Partei hat ihre Sachverständigen. Und dann werden da so hochgehoben. Oben, dann erzählt man was und dann kommt man wieder weg. Dann kommt der Nächste, zieht und holt sein Ding. Und diese Marionetten dürfen aber nicht miteinander diskutieren. Das ist nicht vorgesehen. Ja, also wenn ich jetzt, was ich für den Grünen, als Experte da bin und die Union hat einen Experten, dann darf ich nicht sagen, hey, was sagst du denn da?
Das ist nicht vorgesehen, sondern man wird hochgehalten, darf sein Sardin, kommt in die Kiste und dann kommt der Nächste. Also da könnten Sie mal direkt konkret anfangen, wie Sie eine bessere Debattenkultur in diesen Ausschüssen hinkriegen. Das ist auch frustrierend, wenn man da selber da sitzt und merkt, wird nur hochgehalten und darf seinen Spruch sagen. So, jetzt haben wir natürlich ganz, ganz viele Themen. Also die Frage ist, ist die VWL so schlecht? Ja, also ist sie mir dermaßen unbrauchbar. Und von daher, normalerweise bin ich auch kritisch der VWL gegenüber, aber das zwingt mich jetzt ja doch, auch die VWL zu verteidigen. Was ich nicht verteidigen will, ist vieles, was in Lehrbüchern gemacht wird. Es gibt wirklich viele, gerade in Makroökonomie-Lehrbücher, die es eigentlich schaffen, genau das, was man eigentlich als Kern der Makroökonomie sieht, dass nämlich das ein instabiles System ist, das durch staatliche Intervention stabilisiert werden muss. Im normalen Lehrbuch wird das dargestellt als ein eigentlich stabiles System, das vom Staat destabilisiert wird. Und das ist das, was enorm viele junge Leute überall in Standardlehrbüchern von Herrn Menkew und anderen dargestellt kriegen. Das Standardlehrbuch der Makroökonomie zeigt nicht, wie es zu unfreiwilliger Arbeitslosigkeit kommt. Das ist ein Skandal. Es gibt, ich will jetzt ein bisschen Werbung machen, mein Einführungsbuch hat das. aber es ist wirklich wahr. Schauen Sie sich an, so ein Makrolehrbuch Menkew, dann schreibt er, Arbeitslosigkeit ist das größte Problem. Und dann sagt man, wie kommt es denn zur Arbeitslosigkeit? Ja, weil irgendwie Löhne zu hoch sind, weil die Preise inflexibel sind. Aber dass einfach durch einen massiven Konjunktureinbruch Arbeitslosigkeit entsteht, das kommt im Lehrbuch nicht vor. Ja, das heißt also, die Ausbildung gerade in Makroökonomie ist wirklich, was diese Lehrbücher angeht, sind alle teilweise alt. Und schon lange nicht mehr gepflegt. Finanzmärkte kommen also auch nur in extrem rudimentärer Form vor. Also das ist auch wirklich ganz, ganz wirklich hinter der Zeit. Und das ist ja diese Frage, Finanzkrise, wieso haben die Ökonomen das nicht so gecheckt? Und das kommt daher, dass wir zwei Modellierungen für das Finanzsystem haben. Und eine ist die, dass die Banken eigentlich nur Einlagen sich von den privaten Haushalten holen und sie können nur so viel ausleihen, wie sie Einlagen von den privaten Haushalten kriegen. Also das Modell einer Körnerökonomie. Ja, quasi gibt es so Kornsäcke und die Haushalte haben ihre Körnersäcke, überlegen sie, will ich das konsumieren? Nein, mache ich nicht. Bring es zur Bank, die Bank leiht den Kornsack weiter an den Investor und der investiert das. Das heißt, in diesem Modell ist die Bank eine reine Durchleitungsinstitution, kann ich überhaupt nichts machen. Und dieses Modell ist in extrem vielen Lehrbüchern und, schlimm zu sagen, auch nach der Finanzkrise, in vielen theoretischen Modellen ist immer noch drin. Ja, und dass natürlich eine Bank von sich aus Geld schaffen kann, ohne dass sie irgendwelche Einlagen brauchten, dass dieser Prozess eine enorme Dynamik hat und dass genau das war, was zur Finanzkrise geführt hat in Spanien, in Irland. Da war eine irre Kreditexpansion, weil die Banken einfach aus dem Nichts Geld schaffen können. Die brauchen keine Einlagen, die schaffen die Einlagen, wenn sie Kredite vergeben. Ja? Und das wird aber nicht beigebracht. Das heißt, also wirklich, das sind wirklich enorme Defizite, gerade in der Ausbildung. Und ich gebe mir da Mühe, habe versucht, da auch ein alternatives Lehrbuch zu schreiben, wo eben diese Dinge drin sind. Aber das ist ein großes Problem. Aber was können wir denn als Ökonomie, was können wir denn erklären? Ich finde, bei Umwelt sind wir gar nicht so schlecht. Da ist eine Standardaussage der Ökonomie, dass wir sagen, wenn wir nicht eingreifen im Umweltbereich, dann kriegen wir extrem hohe Emissionen von Schadstoffen aller Art. Und wir können da eingreifen, weil wir einfach die Emissionen von Schadstoffen bepreisen müssen. Wir müssen einen Preis drauflegen, der so hoch ist, dass diese Schadstoffemission wesentlich zurückgeht. Und das ist eine alte Einsicht der Ökonomen, schon 1920 oder so gebracht. Und das, meine ich, wäre ein sehr probates, auch aus ökonomischer Theorie her abzuleitendes Mittel, dass man sagt, wir machen auf CO2-Emissionen einen Preis von 30, 40 Dollar oder Euro. Das wäre eine sehr marktwirtschaftliche, vernünftige Lösung. Das wird eigentlich von vielen Ökonomen auch so gesehen. Das heißt, das können wir schon irgendwie darstellen. Was die ganze Globalisierung angeht, hat die Ökonomie eigentlich auch relativ einhellig gesagt, okay, Globalisierung führt dazu, dass der Wohlstand der Nationen steigt. Und das haben wir auch beobachtet. Das Bruttoinlandsprodukt ist in den letzten 25 Jahren in fast allen Volkswirtschaften gestiegen, teilweise massiv gestiegen. Was wir aber auch immer gesagt haben, was auch Standardökonomie ist, dass man sagt, dieser Zuwachs an Wohlstand fällt sehr ungleich aus. Es gibt Gewinner und Verlierer der Globalisierung. Auch das ist ein Standardwissen der Ökonomie seit vielen, vielen Jahren. Und dann wird eben auch gesagt, und wenn das Ganze laufen soll, dann muss es eben möglich sein, dass man den Gewinnern einen Teil des Gewinns abnimmt, damit man das den Verlierern gibt, um die zu kompensieren. Das ist quasi Standardökonomie. Das kann man, glaube ich, relativ gut
gut auch das, genau das, wie das passiert, dass die Kompensation nicht klappt, weil wir jetzt Steuerwettbewerb haben oder so, ist natürlich ein Problem. Aber die Grundstrukturen, die haben wir eigentlich ganz gut drüber gekriegt. Was jetzt die ganzen makroökonomischen Entwicklungen angeht, der letzten 10 Jahre oder so, da haben wir das Problem, dass wir eben zwei Sichtweisen der Ökonomie haben. Beides sind vernünftige Modelle. Das eine ist eben ein sehr marktorientiertes, neoklassisches Modell, das sagt, das ganze Ding stabilisiert sich schon selber. Und das andere ist das keynesianische Modell, das sagt, Makroökonomie ist instabil. Und die Erfahrung, die wir seit 2008 gehabt haben, bestätigt aus meiner Sicht ganz deutlich dieses keynesianische makroökonomische Modell, dass man sieht diese Instabilität, wir haben Lehman erlebt, die Weltwirtschaft ist eingebrochen, dann wurde quasi wirklich nach dem Lehrbuch keynesianisch gegengesteuert, die Notenbank haben die Zinsen gesenkt und die Weltwirtschaft ist wieder gekommen. Dann hat man anti-keynesianisch, weil es eben viele Ökonomen gibt, die glaubten, dass die andere Theorie passt, hat man jetzt im Euroraum massiv gespart, mitten in die Rezession rein, das ist eben das andere Paradigma, und mit dem Ergebnis, dass der Euroraum wieder eine Rezession gekriegt hat. Passt auch genau, wie man sich das vorstellt. Und dann kam Herr Draghi, hat wieder die keynesianische Linie gemacht, hat ordentlich das Ganze stabilisiert, hat die Zinsen runtergefahren, hat Liquidität ins System gegeben. In den Euroraum wurde aufgehört mit der Austerität und dem Sparen und seitdem läuft der Euroraum wieder. Also ich finde, das keynesianische Basistheorem, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Griechenland ist auch ein schönes Beispiel. Das ist ein Land, das bis zum Schluss eigentlich immer noch sparen musste, mit dem Ergebnis, dass er eben jetzt bis zuletzt eigentlich gedauert hat, bis das Land wieder in Gang gekommen ist. Also ich finde, dieses keynesianische Paradigma ist ziemlich gut, um zu beschreiben, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Da müssen wir jetzt nicht keine Transformation machen. Mhm. Das passt ganz gut. Das Problem das ist, dass eben, dass schon eben, alles dass selber, eben, das eben, dass eben viele Ökonomen, aber das ist auch mehr ein deutsches Phänomen, nicht an dieses keynesianische Paradigma geglaubt haben. Dass sie ein anderes Paradigma im Kopf hatten und dann das auch teilweise durchgesetzt haben. mit dem Ergebnis, dass man wirklich diesen Euroraum, dass man den Euroraum nochmal in die Rezession gestürzt hat, die Arbeitslosigkeit ging hoch, aber das war eigentlich unnötig gewesen. Also deswegen, ich meine, wir haben schon ein paar Sachen, die gar nicht so schlecht sind. Ja, aber nicht aber. Also ich sage, weder die Neoklassik noch der Keynesianismus, auch wenn er ökologisiert ist, wird uns aus den großen Umweltkrisen herausführen. Nö, das ist ja nicht die... Das ist, ja, die, genau. Die aber ja nicht, nein, aber Keynesianismus aber ist ja uns, auch keine... Uns interessiert ja hier auch unter anderem, bitte Uwe, hilf mir jetzt hier mal, geht es doch darum, dass wir, und das wäre schön, wenn Sie da vielleicht noch was dazu sagen, es geht uns eben nicht nur alleine darum, dass man über Preissteuerung, das ist klassische Umweltökonomik zum Beispiel. Na, was ist da dran falsch? Nichts ist daran falsch. Man kann lange drüber. Ja, darüber kann man schreiben, aber aus der Sicht derer, die das Wachstumsmodell kritisieren, ist das nicht ausreichend. Das ist ein wichtiger Schritt, aber er ist nicht ausreichend. Wir brauchen grundsätzlichere und fundamentalere Überlegungen dazu, wie wir Wohlstand ohne Wachstum schaffen können. Wir haben ein Buch herausgegeben mit dem britischen Wirtschaftswissenschaftler Tim Jackson, das heißt Wohlstand ohne Wachstum, und versucht sich daran abzuarbeiten, warum man vielleicht ein grundsätzliches Neudenken der Wirtschaftswissenschaften braucht, die mit den planetarischen Grenzen anders umgeht als nur über traditionelle Preis- und Steuerung. Aber wir können doch versuchen, auch das zu entkoppeln. Ich meine, je mehr wir erneuerbare Energien bekommen und je mehr wir das voranbringen, desto mehr kriegen wir auch ein Entkoppeln dieser Dinge. Das heißt, Wachstum kann ja auch darin bestehen, dass wir in erneuerbaren Energien sehr viel vorankommen. Da bin ich auch ganz optimistisch. Und wir erleben ja auch im Augenblick, was ja auch ganz spannend ist, mit der Digitalisierung, eine enorme Entmaterialisierung von vielen Dingen. Ich meine, wenn Sie jetzt bis vor kurzem mussten Sie CDs oder früher Schallplatten und was weiß ich alles mit sich rumschleppen, heute haben Sie eben Ihr kleines Ding und haben alles, was Sie brauchen. Früher haben Sie irgendwie haben Sie Fotos verschickt und entwickelt und was weiß ich. Heute ist das alles entmaterialisiert. Kann ich so reinsprechen? Ach so. Ja. Ah, warum sagen Sie das nicht früher? Also, ja. Okay. Also ich glaube schon, dass man die Möglichkeit auch hat, dass wir eine Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch kriegen. Vor allem, wenn wir das auch noch mit erneuerbaren Energien machen. Also wenn der Stromverbrauch erneuerbar ist, dann haben wir das meiste weg. Hanoi.
Bitte. Wunderbar, nee, ich meine, das ist ja. Insofern Zimmer ist ja auch die Dramaturgie. Relativen und absoluten Entkoppelung. Also ist die Dramaturgie ja auch sehr gut. Durch diese radikale Attacke zwingt man den anderen mal wirklich die Funde auf den Tisch zu legen. Und wenn man die Armseligkeit der Funde sieht, ist das dann... ich fange mal an. Also Sie haben erstens zugegeben, und das ist ja schon exorbitant, ne, dass diese Disziplin einfach auf der Ebene der grundlegenden Lehrbücher komplett versagt und es sie nicht stört. Das heißt, diese Disziplin bildet die Entscheidungsträger, sie schon, aber trotzdem die Zunft als Ganze hat überhaupt keine Probleme über alle Institutionen bis in die Spitzenuniversitäten. Und es gibt ja auch sehr schöne Analysen dieser Lehrbücher. Die Generation, die die Entscheidungsträger der Zukunft sind, man darf sich ja nichts vormachen, das Ökonomiestudium wird ja von Personen gemacht, die dann später oft in verantwortliche Positionen hineinkommen. Und die ganze Zunft sagt, diese Lehrbücher tauchen nichts, worum es geht, die Gestaltung makroökonomischer Zusammenhänge, da kannst du die in die Tonne rauchen, das ist so verengt und das genau... Ja, nee, aber das ist ja das Schlimme, dass Sie da, und da bin ich ja Ihnen auch sehr, sehr, sehr dankbar, denn das, was Sie dort liefern über die grundsätzliche Instabilität, ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es zeigt eben, in welchem Zustand die Disziplin in ihrer Mehrheit ist. Jetzt kommen wir zu den inhaltlichen Assets, diese umweltökonomischen Weisheiten. Die sind richtig, die sind in ihrer fundamentalen Einfachheit und Naivität haben die auch was. Das Erste, was eben sich daran aber entlarvend zeigt, diese Ablehnung jeglichen interdisziplinären Brückenschlags. Wir wissen, obwohl wir diese umweltökonomischen Weisheiten seit über 35 Jahren kennen, dass sie sich in dem realen Politikbetrieb, ne, all das, wir müssen nur die Preise setzen und macht Emissionshandel und Co., dass in das Einbringen in reale politische Verhältnisse unendlich schwer umsetzen lässt. Die Antwort der Ökonomen ist, ja, was können wir für die Idioten da draußen? Das heißt, du bist überhaupt nicht bereit, wenn du mit Spielplatzweisheiten kommst, von denen du weißt, dass die in der realen Welt überhaupt keine intellektuelle Orientierungskraft haben, sich darauf immer wieder nur zu besinnen und den anderen die Schuld zuzuwerfen. Das, was Sie gerade gesagt haben über die... Ja, ich bitte Sie, es gibt andere Fächer, die arbeiten interdisziplinär. Die tun sich mit Volkswirten, da tun sich Volkswirte mit Politologen und Soziologen zusammen und fragen mal, wie muss denn eine Second- und Third-Best-Lösung aussehen, die auch wirklich politisch funktioniert? Machen wir sich, doch. Das, ja, wo? Ja, das ist aber die ganze Förderung der erneuerbaren Energien ist ja durchaus, von mir jedenfalls stark auch befürwortet, ist ja die Second-Best-Lösung. Je mehr man erneuerbare Energien hat, umso eher ist auch möglich, so eine Steuer durchzusetzen. Wer waren die Ökonomen, die das erneuerbare Energiengesetz als erstes in die Debatte eingebracht haben? Die Ökonomen haben in den letzten 30 Jahren das EEG bekämpft und sind heute noch die Kronzeugen dagegen. Es sind politische Pioniere gewesen, die dieses Ding gegen den Widerstand jeglicher ökonomischer Rationalität auf den Weg gebracht haben. Und dass wir heute bei knapp 40% in erneuerbare Energiestrom zu tun haben, haben wir erreicht, trotz ökonomischen Widerstandes der schlimmsten Art, weil Politiker so klug waren, nicht auf diese Ökonomen in bestimmten Bereichen zu hören. Nennen Sie mir einen renommierten Ökonomen, der je das erneuerbare Energiengesetz aktiv verteidigt hätte. Also sagen wir so, ich habe das sehr aktiv verteidigt. Wow. Allerdings erst spät, weil eigentlich das nicht mein... Ja, nein, weil... Naja, das war nicht mein, das, sag mal, man hat ja auch eine gewisse Spezialisierung und ich habe mich eben lange Zeit mehr mit makroökonomischen Fragen beschäftigt und kam dann über unser Jahresgutachten in dieses Gebiet jetzt Erneuerbare, habe mich dann gewundert, wie stark die Ablehnung ist, habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht und meine, das ist eine geniale Sache, dass wir das haben. Habe das auch so gesagt. Super. Nee, und ich meine, das ist ja unser Plädoyer. Ökonomen sollten sich öfters mal ein bisschen schlau machen in anderen Disziplinen, dann wären sie sehr viel hilfreicher. Ähnlich das ökologische Argument. Die Tatsache, dass Sie darauf verweisen, dass die Digitalisierung durch die vermeintliche Entmaterialisierung eine ökologische Entlastung sein kann und dabei völlig ignorieren, dass alles, was wir in empirischen Daten haben, im Hinblick auf die ökologischen Effekte der Digitalisierung, jenseits des Mikrobereichs, natürlich kann ich sagen, hey toll, dieses Ding, das hat vor 4-5 Jahren noch sehr viel mehr Strom gebraucht, um den gleichen Prozessor zu betreiben. Aber gleichzeitig befeuert diese Digitalisierung ein Mengenwachstum und wird vermutlich der schlimmste Ressourcen- und Energietreiber sein. Und wir haben dort extrem belastbare, auch ökologische, empirische Daten über die letzten Jahre. Und es ist erstmal... Bitte? Ja, aber... Ja, aber ich greife jetzt erst mal ein. Erstmal ist es ein Riesen... Hallo? Entschuldigung, ich mäßige mich, meine ich das da? Ja, ich möchte und gebe dann auch gerne an dich, Katharina. Also mich treibt die Frage,
um, und das weiß ich ja von dir, Uwe, und dir, Katharina, auch, wie wir das, was Herr Bofinger ja zu Recht Entkoppelung und Dematerialisierung nennt, wir alle wissen, die sich intensiv damit beschäftigen, eine absolute Entkoppelung sein muss. Ja, wenn wir tatsächlich im Kontext dessen, was wir mittlerweile wissen, wo wir mit Ressourcen und klimapolitisch an die Grenzen stoßen, hin müssen. Diese Dematerialisierung muss ja aber mitgedacht werden, so wie du das auch sagst, ne, in ihren sozialen Dimensionen, weil sie wird mit Sicherheit zu Jobverlusten führen, ja, diese Form der Dematerialisierung. Und wir brauchen doch, und das ist ja die Frage, auch die sich uns stellt, die ihr euch gestellt habt in dem Aufruf, wo ist die Wirtschaftswissenschaft, die uns hilft bei diesen Suchprozessen, die wir brauchen für die Zukunft, ja? Wo hilft uns da die Wirtschaftswissenschaft für so eine zukunftsorientierte Gesellschaft und Politik? Und da gibt es wenige aus der Wirtschaftswissenschaft, das hast du ja auch gesagt, die kommen ja aus der Soziologie oder Politologie. Und Politik braucht da ja dafür Beratung, weil ich höre in jedem Krisenkontext vom Wirtschaftsweisen Rat und so weiter Wachstum, Wachstum, Wachstum ohne Ende. Und was ist aber bitte schön die Antwort, wenn wir dieser einen Antwort aber auf der anderen Seite mit den ökologischen, planetarischen Grenzen so nicht weitermachen können? Also ich würde an einem Schritt ein bisschen zurücktreten. Du hast gesagt, diese Dematerialisierung würde zu Jobverlust führen. Das weiß ich nicht. Das ist eine der Fragen, die ich habe. So, und das hängt, glaube ich, auch davon ab, wie man sie ausgestalten würde. Und das ist einer der Punkte, wo ich sage, ich gehöre, das muss ich dir auch ehrlich sagen, ich gehöre in der Bundestagsfraktion nicht zu denjenigen, die sagen, wir müssen diese Wachstumsfrage zentral vorantreiben, weil für mich ist diese Wachstumsfrage am Ende nicht primär so, sondern am Ende geht es um die Frage, wie schaffen wir es, die Gesellschaft so umzugestalten, dass wir eben wegkommen von diesem Ressourcenverbrauch, dass wir wegkommen von diesen Emissionen, dass wir auch Trends wie die Digitalisierung, die unsere Gesellschaft massiv verändern werden, auch verteilungsmäßig massiv verändern werden, dass wir das gestalten. Und wenn es nur so geht, dass wir am Ende kein Wachstum mehr haben, dann ist das so. Wenn es mit Wachstum geht, dann ist es auch so. Dann muss die VWL aber die Frage beantworten, wenn wir nicht mehr zu hohen Wachstumsraten kommen können, wie dann unser ökonomisches System funktioniert. Aber ich finde, es ist nicht die primäre Frage, die wir beantworten müssen, sondern die primäre Frage ist die ökologische Frage. Und dann stelle ich mir als zweite Frage, wie hängt das mit Wachstum zusammen? Also das ist meine Position, da gibt es in der Bundestagsfraktion andere, die es andersrum sehen. Aber für mich ist eben die ökologische Frage an der Stelle die primäre Frage. Und da ist weiterhin meine Frage offen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe da weiterhin keine Antwort drauf. Und ich habe mich jetzt nur mit der Digitalisierung stärker beschäftigt, aus Wettbewerbsgesichtspunkten, weil die Digitalisierung natürlich auch fundamentale Marktprinzipien in Frage stellt. Wenn wir nicht mehr mit Geld zahlen, sondern mit Informationen, stellt das ganz viele Mechanismen, mit denen wir normalerweise auch Wettbewerbspolitik, Mikroökonomie machen, in Frage. Stellt in Frage, wie wir das in Zukunft noch bewerten müssen. So, aber auf der anderen Seite stellt es eben auch die Arbeitswelt ja auf den Kopf, wenn wir in Zukunft wegkommen mehr von oder hingehen zu mehr Robotik und so weiter. Aber es heißt ja nicht unbedingt dann, dass es allen schlechter gehen muss. Es heißt nur, dass wir über Verteilung vielleicht anders reden müssen. So, das wäre eine Schlussfolgerung, die man in der Debatte auch führen kann, führen muss, die im Bundestag noch nicht geführt wird. Ich weiß nicht. Ich weiß aber auch, dass die Ökonomie sie teilweise führt. Also zum Beispiel ein Professor in Düsseldorf habe ich letztens noch ein Interview zugelesen, der genau diese Frage nochmal gestellt hat, der gesagt hat, wir müssen über Verteilung reden, wenn wir über die Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung sprechen. Es ist nicht so, dass die Ökonomie solche Fragen gar nicht stellt. So, und das wollte ich auch mal zur Verteidigung der Ökonomie sagen. Und auch bei vielen praktischen Fragen, die du gestellt hast, würde ich sagen, am Ende ist es auch eine Mischung, ne, zwischen Politik und dem, was zwischen Wissenschaft und dem, was Politik daraus machen muss. Also sowohl beim Thema Emissionszertifikatehandel beispielsweise, als auch bei dem ganzen Bereich, wie gestaltet man das EEG, gibt es natürlich die reine Lehre und das, was man pragmatisch damit macht. Und zum Beispiel finde ich die FDP ja immer naiv,
wenn sie einfach nur sagt, okay, wir haben hier den Emissionshandel, der ist die Antwort auf jede Klimakrise. So was habe ich jetzt vor zwei, drei Monaten noch von der Generalsekretärin der FDP gehört, als wir über den Klimawandel diskutiert haben. Ich habe gesagt, der funktioniert aber nicht, der Emissionszertifikatehandel. Ja, dann muss er eben funktionieren. Dann habe ich gesagt, und wenn er nicht funktioniert, ja, dann muss er eben funktionieren. Und das ist dann einfach Politikversagen und kein Wissenschaftsversagen, weil die Politik eben auch den Job hat, dann, wenn das reine Modell nicht funktioniert, sich die Second- und Third-Best-Lösung zu überlegen. Das finde ich ist ein bisschen auch unser Job. Ich finde... Ich finde das ja ganz interessant, wenn wir das stärker auch mal die soziale Frage bringen, weil das ist ja das Feld, wo Sie auch, Herr Bofinger, aktiv unterwegs sind und Sie ja auch gerade nochmal sehr schön den Mechanismus deutlich gemacht haben. Und das sehen wir ja auch empirisch, dass Globalisierung ein gewaltiger Wohlstandsmotor war. Und es ist Wahnsinn, was dort weltweit passiert ist. Und jetzt ja die Frage, diese inhärente Produktion von Ungleichheit, wie lässt die sich eigentlich kompensieren? Und da wir hier innerhalb von Deutschland ja durchaus noch ein halbwegs funktionierendes System haben. Aber mich würde auch noch mal interessieren, der Blick jetzt auf das, was passiert im globalen Maßstab. Denn wir haben natürlich eine Produktion der Ungleichheit und eine Verlagerung in andere Weltregionen. Wir haben hier auch diesen extremen Druck in die Prekarisierung. Und da haben wir ja so ein bisschen so ein ähnliches Problem wie in der Umweltfrage, ne? Also wie müssen die ökonomischen Modelle aussehen, damit sie dann wirklich eine Orientierungsfunktion und noch eine Stützungsfunktion haben, denjenigen helfen, die dann auch eine Politik so einer Verteilung des größer gewordenen Kuchens organisieren. Das fände ich einfach mal reizvoll, weil das ist ja etwas, wo Sie mitten an der Front sind und ja auch harte Kämpfe austragen, um zu schauen, wie weit führt da heute ökonomische Theorie, wo müsste das eventuell auch weitergehen? Also ich glaube, dass das für die ökonomische Theorie eigentlich nicht so schwierig ist. Das Grundproblem, das wir haben bei der Globalisierung ist, wie ich das schon sagte, man muss die Verlierer kompensieren, man muss den Gewinner was abnehmen, damit die große Masse auch mit dann profitieren kann. Das ist ja dieses Modell von Ludwig Erhard mit dem Wohlstand für alle. Aber das kann man natürlich jetzt gleich sagen, ähnlich wie mit der CO2-Steuer. Das Problem in der Umsetzung ist, dass wir den Steuerwettbewerb haben. Und das macht eben jetzt diese Umverteilungsfunktion enorm schwierig. Und wir erleben das jetzt ja, Trump senkt die Steuern. In Deutschland ist jetzt auch, fängt die Diskussion wieder an. Wir müssen natürlich gucken, wenn der Trump die Steuern senkt, dass wir die auch senken. Und das macht dann genau diese Umverteilungsfunktion kaputt. Und deswegen ist eben der Steuerwettbewerb, ich sage immer, so eine Art Autoimmunkrankheit der Globalisierung. Denn wenn die Kompensation nicht mehr klappt, dann sind natürlich viele Menschen auch nicht mehr für die Globalisierung. Und ich denke, Trump hat ja bewusst mit Anti-Globalisierung das gemacht, weil eben da viele Leute sind, sehr viele, die überhaupt nicht mehr profitiert haben. Aber das kann man mit der Ökonomie eigentlich ganz gut erklären. Also ich habe da kein Problem, das mit relativ einfachen, leichten Punden sozusagen darzustellen. Da habe ich keine Schwierigkeit damit. Das ist halt die politische Umsetzung, aber das ist vielleicht auch nicht auch nur unser Problem. Ich meine, wenn Herr Trump jetzt in den USA ist und keine Lust hat, an einem weltweiten CO2-Handelssystem teilzunehmen, da können wir ja auch nichts dafür, oder? Als arme Volkswirte. Aber ich fände es interessant, nochmal, nee, absolut, aber ich fände die Frage ja interessant, über welche Second Best wird diskutiert? Weil wir haben ja derzeit die Situation, dadurch, dass Politik nicht in der Lage ist, diese Umverteilung zu organisieren, treiben wir den Populisten sozusagen die Stimmen hin. Das heißt, zurzeit passiert ja eine alternative ökonomische Theorie mit Dingen, wo sich sowohl den Ökonomen, aber auch vielen der politischen Kräfte die Nackenhaare stellen. Ne? Das wird, der Welthandel wird insgesamt attackiert, es werden Industrien erhalten, die überhaupt nicht wettbewerbsfähig sind. Das heißt, es findet jetzt unter populistischem Elan droht Wirtschaftspolitik, wo wirklich am Ende auch für die, die man eigentlich unterstützen will, jetzt wäre ja der Ort, wo man sagt, okay, wir stellen fest, unsere Konzepte des First Best klappt nicht. Da wird gerade ein Fourth oder Fifth Best von Populisten auf den Weg gebracht, von Trump gerade in der größten Wirtschaftsnation der Welt umgesetzt, in einer perversen Doppelmoral. Und jetzt würde man ja fragen, so, ihr Ökonomen, sagt doch mal, pass mal auf, wenn das mit dem First Best politisch nicht geht, was habt ihr für Katharina Dröge für Second- und Third-Best-Lösungen, damit man die Folgen abmildern kann, die vielleicht dann ökonomisch gar nicht mehr ganz so effizient sind, aber die dazu beitragen, dass eine demokratische und vernunftsgesteuerte Wirtschaftspolitik auch noch möglich wird. Also für die Frau Dröge habe ich es jetzt nicht mehr. Aber sag mal, jetzt für die Partner der Großen Koalition kann man sagen, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist vollkommen daneben. Ja?
Weil das natürlich eine Steuer ist, die besonders diejenigen begünstigt, eine Maßnahme ist, die besonders diejenigen begünstigt, die relativ hohe Einkommen haben, selbst wenn da jetzt oben noch so eine Schwelle ist. Und es wäre 10-mal sinnvoller, den Solidaritätszuschlag zwar abzuschaffen, aber dafür den gesamten Steuertarif neu zu gestalten, wie das der Herr Weil gemacht hat. Nicht? Das wäre jetzt der fifth beste Maßnahme, dass man sagt, warum macht man jetzt, wenn man eine Steuerentlastung macht, das ausgerechnet mit diesem blöden Instrument? Und das habe ich auch so gesagt, aber das hat jetzt, glaube ich, nicht so die Koalitionspartner beeindruckt. Also ich glaube, in der Debatte war schon wieder das Problem, dass wir in Deutschland, und vielleicht ist es auch ein deutsches Problem, ich weiß es nicht, immer diese Schwarz-Weiß-Debatten haben. Auch im Bundestag wieder in der Frage der Handelspolitik zwischen Freihandel heißt offene Grenzen komplett und Protektionismus auf der anderen Seite. So. Und mir selber ist das auch so gegangen, wie ich sehr kritisch war mit dem Freihandelsabkommen TTIP, aber nicht grundsätzlich gegen Freihandel bin, dass gesagt wurde, okay, du lehnst das Freihandelsabkommen ab, also bist du Protektionistin, was ich nicht bin. So, und das ist dieses In-Between, was aber eigentlich dann wiederum auch Politik leisten muss und wo vielleicht die VWL dann Beratungen machen kann, wie das Ganze funktionieren kann. Im Endeffekt habe ich es mir selber ausgedacht. So, aber natürlich ist der Mittelweg Handelsverträge, die teilweise schon auch protektionistisch wirken und trotzdem den Freihandel in der Gänze erhalten. Also wenn wir Grünen zum Beispiel über Produktionsstandards sprechen, weil wir sagen, wir wollen hier nicht nur bestimmen, was im Ei drin ist, sondern auch, wie die Hühner leben, und zwar überall, wenn die Eier hier auf den Markt kommen, dann hat das natürlich auch ein Element von Protektionismus, weil unsere Form der Produktion das bestimmende Kriterium dafür ist, ob man überhaupt auf unserem Markt verkaufen kann. Trotzdem sagen wir, wer sich an diese Spielregel hält, kann auf unserem Markt verkaufen und schließt nicht die Grenzen, nur weil das Unternehmen ein ausländisches Unternehmen ist. Und das ist nichts, was in diesen klassischen VWL-Modellen drin ist. Trotzdem orientiert es sich an der grundlegenden Annahme, dass Staaten miteinander Handel betreiben sollen. Und ich glaube, das ist der Weg, den die Politik dann definieren muss und wo Politik dann durchaus auch manchmal interdisziplinär arbeiten kann. Also wenn diese Freihandelsdebatte eher makro ist, kann man sie auch verbinden mit den Wettbewerbsfragen, weil manche Fragen, die wir heute stellen müssen, allein aufgrund der Handlungsspielräume, die wir haben, Steuerpolitik ist ja sehr national, ist das Wettbewerbsrecht ja immer noch auch ein scharfes Schwert auch gegenüber Konzernen, die transnational arbeiten und wo man sagen muss, man kann Standortpolitik eben auch mit einem scharfen Wettbewerbsrecht machen und das so zusammenzuführen, das fände ich auch nochmal spannend, wenn die VWL das stärker macht. Gut, vielen Dank. Wir sind schon natürlich mittendrin in einzelnen, in der Handelspolitik und so weiter, in der Steuerpolitik. Das ist ja auch erwünscht hier oben kein Thema. Ich würde gerne noch mal eine kleine Runde hier machen und dann sind Sie dran. Bitte, Sie wissen, Sie dürfen sich auf diesen Stuhl rechts oder links von Herrn Bofinger, trauen Sie sich trotzdem, setzen. Und Ihre Frage, überlegen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich schotte dich ja hier mal ab. Auf jeden Fall, was mir jetzt noch ein bisschen wirklich zu kurz kommt, ist, was sind denn jetzt wirklich ganz präzise und konkrete Anforderungen an das, was man dann transformative Wissenschaften nennt? Du warst ja mit wunderbarer Werbe dabei, zu geißeln, was diese Wissenschaft alles nicht leistet. Was denkst du denn, sollte sie in Zukunft leisten? Weil ihr sagt ja in eurem Aufruf nicht, die Zukunft ist ausschließlich interdisziplinär anzulegen, sondern ihr richtet sie ja sehr wohl auch auf die Wirtschaftswissenschaften aus. Das heißt transformative Wirtschaftswissenschaften. Was soll diese Wissenschaft denn jetzt in Zukunft besser machen, außer pauschal die Pluralität von Theorien zu fordern? Wir haben in dem Aufruf haben wir ja fünf Charakteristika festgemacht und an denen wird das, glaube ich, sehr deutlich. Das eine, und gerade wenn wir jetzt die Diskussion von gerade sehen, ist das nochmal sehr deutlich geworden, ist das partizipative Momentum. Also die Frage, wie rahme ich überhaupt die Fragestellung, sodass das, was am Ende als Antwort rauskommt, Menschen, die mit den Antworten arbeiten müssen, interessiert. Und das hat eben viel zu tun mit der Abschottung des Wissenschaftssystems, die im Wesentlichen Fragen beantwortet, die sich selbst stellt. Also wenn Sie heute in der VWL Karriere machen wollen, dann ist es eben viel wichtiger, dass Sie einen ökonometrisch gut auszuwertenden Datensatz haben, egal ob das eine wirklich relevante Frage ist, ne? Und ein Modell, so ein Gleichgewichtsmodell, da irgendwie noch mit hoher mathematischer Eleganz eine weitere Komplexitätsstufe reinbringen, das
beschert ihn die Karriere? Und das sind Fragen, die interessieren andere in der kleinen Community. Ich pointiere das jetzt ein Stück. Und wundert sich dann, dass die Antworten auf diese Fragen da draußen in der Katharina Dröge wenig interessieren. Während wenn man von Anfang an, das läuft dann im Stichwort Transdisziplinarität, sich zusammensetzt, sagt, liebe Katharina Dröge, da steht eben jetzt wirklich an, deine Herausforderung, wie man Wettbewerbsregulierung der Zukunft macht, was sind eigentlich deine Fragen? Und dann ausgehend von den Fragen oft ja auch ein sehr viel interdisziplinäres Setting baut und schaut, wie kann man durch gutes interdisziplinäres Zusammenspiel auf die Fragen antworten. Dabei kann herausragende, meistens sogar bessere Wissenschaft entstehen und plötzlich interessieren auch die Antworten die Akteure. Also dieses partizipative Element ist zentral. Dazu kommt dann als zweites eben genau diese Vielfalt. Weil das kann ich nur machen, wenn ich eine Breite an Zugängen, methodisch, konzeptionell im Rucksack habe. Wenn ich denke, Mann, also diese Frage von Katharina Dröge, da kann ich jetzt so mit diesen klassischen Makromodellen überhaupt keine Antwort drauf geben, greift viel zu kurz. Aber noch ein Stück politökonomisch und eine etwas aufgeklärt kritische neokeynesianische Theorieansatz, da wird es plötzlich möglich, und wenn ich dann noch einen Soziologen dazu nehme und einen Politologen, vielleicht eine interessante Antwort zu generieren. Das heißt nur, wenn ein Fach sehr unterschiedliche Perspektiven zur Verfügung stellen kann, kann sie sich auf relevante Fragen einstellen. Drittes ist, offen mit den Wertbezügen umzugehen. Also das, was an normativer Grundlage dann da ist, auch auf den Tisch zu legen. Hinter den ökonomischen Modellen stecken ja durchaus sehr wertvolle Werte, ne? Liberaler, offener, demokratischer Gesellschaften, aber man eben sehen muss, dass in einem Gemeinwesen, ne, sagen es dann auch eben andere Werte gibt und man aufpassen muss, dass dieses implizite Wertgerüst nicht dann plötzlich prägend wird und all das, wo es um kollektive Werte geht, in den Hintergrund gerückt wird und sich dem zu stellen. Und damit kommt dann als viertes eine Reflexivität dazu, eine Reflexivität über Werte, aber auch über das eigene Scheitern. Ne? Zu sagen, man 30 Jahre lang erklären wir jetzt umweltökonomisch alles gelöst, Welt geht trotzdem weiter vom Bach. Oh, ne? Ist Problem der Politik. Also eine Reflexivität heißt sagen, Wahnsinn. Wir hatten damals richtig gute Ideen, wie man das rahmen kann. Wir merken, die Rahmen tragen nicht weiter genug. Wie können wir uns als Disziplin weiterentwickeln, dass die Leute sich um unseren Rat auch reißen. Also dass das ein Thema ist, diese Selbsterneuerung. Und das fünfte Prinzip ist eben Transparenz. Also mit all diesen Dimensionen, mit den Grundannahmen sehr, sehr offen umzugehen. Und das insbesondere natürlich schon ganz früh im Studium. Zu sagen, passt mal auf, ihr lernt jetzt ein Modell kennen, das ist an den und den Ecken defiziert, das macht aber Sinn, aber passt mal auf, wer parallel schon mal einen guten Marxismuskurs hören will oder mal sich mit Keynesianismus auseinandersetzen kann, dem erklären wir mal, was er da für Grundlagen braucht, um da einzusteigen, aber die Angebote habt ihr dort auch. Also, dass man immer wieder eine Offenheit über die eigene Begrenzung dann noch schafft. Und das sind die Grundprinzipien, das ist dann keine neue Ökonomie, sondern es ist eine Prozesse. Ökonomie, die sich erweitert, die wieder Pluralität zulässt und die damit dann kraftvoller wird. Ich finde auch Co-Kreativität zulässt. Absolut, ja. Naja, das finde ich wichtig. Möchten wer von beiden die Frage auch aufnehmen oder nochmal reagieren? Also wenn man mal die Punkte durchgeht, Abschottung des Wissenschaftssystems, das stimmt schon, was Sie sagen, dass jetzt die jungen Leute, die promovieren, in der Regel Dinge behandeln, die wirklich sehr, sehr kleinteilig sind, wo die Politikrelevanz fehlt, weil sehr viel Rechnerei ist, was wahrscheinlich auch viele politisch orientierte Menschen abschreckt von dem Studium. Das denke ich, ist auch ein großes Problem, dass viele Leute, die sich jetzt politisch interessieren, in ein volkswirtschaftliches Studium gehen und das Gefühl haben, wir rühren eigentlich nur Gleichung von rechts nach links oder von links nach rechts. Aber das Politische, was mich eigentlich interessiert und was ich suche, das finden sie nicht. Und das ist sicher ein Problem des Fachs. Diese Formalisierung ist schon ein Problem. Und auch dann, wenn das jetzt im in dem Karriereprozess weitergeht, ist das eben auch so, dass man, Sie haben von Visionen gesprochen, wenn man jetzt als junger Mensch Visionen über Visionen versucht, Lehrstuhl zu kriegen, wird man sich schwer tun, so wie das System heute ist. Ne? Sondern da muss man kleinteilige, irgendwelche dicken Bretter bohren, aber nicht irgendwie jetzt große Ideen und Konzepte. Aber das ist einfach ein Problem dieses Wissenschaftsbetriebs. Allerdings würde ich sagen, insgesamt als Volkswirte schotten wir uns ja nicht ab. Also müssen wir mal gucken, was meine Kollegen, ich ja auch, was wir ständig eigentlich auch in den Medien sind, weil wir ständig Kommentare abgeben in jeder Hinsicht. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das eine Wissenschaft ist, die sich abschottet. Also das kann man, glaube ich, wirklich, also kann man wirklich, glaube ich, so nicht sagen.
Vielfalt, ich meine, wir haben ja schon auch Ansätze, die jetzt psychologische Ansätze, Behavioral Economics, wir haben experimentelle Ökonomie. Es gibt Ökonomen, die eben diese ganzen Prämissen auch hinterfragen, ist das alles nur Homo Ökonomicus oder gibt es da doch irgendwie etwas Soziales in dem Ganzen? Also von daher, so ganz so schlimm, würde ich sagen, ist es dann vielleicht auch nicht. In die Transparenz der Modelle, das kriegt man als Student eigentlich schon mitgebracht. Also das wird ja schon, die Annahmen und so, das kann man schon mitkriegen. Also so schlimm, finde ich, sind wir dann doch nicht. Vielleicht kann man auch noch ein bisschen ergänzen, wie kommt man denn dahin, ne, zu dieser Transparenz, Vielfalt, Pluralität, Interdisziplinarität? Wer macht es denn dann, dass das mal besser wird? Ja, aber plural ist es ja schon. Es gibt ja Ökonomen, die sehr viel jetzt verhaltensorientierte Dinge machen. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, das ist ja nicht so, dass jetzt alle nur das Modell 1 oder 2 machen, sondern wir haben da eine Breite und diese Leute sind ja auch wirklich erfolgreich. Wenn sie gucken, was in Bonn gemacht wird, was in Zürich gemacht wird. Ja, nein, aber da ist doch eine ganze Menge, unterwegs. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die machen alle den gleichen Stiefel, die Ökonomen. Das würde ich so nicht sehen. Also. Bitte? Aber da können wir ja nichts, da haben Sie ja recht, aber da können ja wir als Ökonomen nichts dafür. Sie haben recht, die Psychologie hat auch diese, die legen alle Leute unter das MRT und gucken, wo es gelb und grün leuchtet. Ist ein bisschen übertrieben, aber es ist nicht so ganz... Katharina ist jetzt dran und dann, wie gesagt, es ist nicht so, dass Sie sich jetzt melden, sondern Sie gehen einfach auf den Stuhl. Möchten Sie nicht, ist aber so. So, dann sage ich jetzt meine zwei Sätze nochmal. Also die eine Sache, die ich glaube, die für die politische... Moment, alle zuhören. Die Sache, die ich glaube, die für die politische Diskussion noch hilfreich wäre, wäre eine größere Ehrlichkeit der Ökonomen darüber, welche ihrer politischen Empfehlungen am Ende nicht mehr so 100% nur aufgrund der Modelle getroffen werden, sondern auch aufgrund einer politischen Überzeugung. Weil ich finde, das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass er teilweise auch im Gutachten des Sachverständigenrates sehr konkrete Politikempfehlungen sind, bis zur Kommentierung des EEG und so weiter. Und da ist schon ein weiter Weg zwischen den ökonomischen Modellen bis zu dieser konkreten Politikempfehlung. Und das finde ich, das ein Stück weit nochmal zu differenzieren, wie weit gehen eigentlich die Modelle und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie dann daraus, das würde dem politischen Diskurs, glaube ich, helfen, weil das ist ja auch legitim, auf Grundlage von ökonomischen Überlegungen dann zu politischen Schlussfolgerungen auch zu kommen. Aber dieser Schritt dazwischen wird oft nicht mitkommentiert, sondern es wird der Eindruck erweckt, zumindest bei vielen glaube ich, dass das quasi ableitbar, ganz logisch, 1:1 aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen ist. Ich finde, die VWL soll Politikempfehlungen machen, gerade wenn es plural ist und dann zu einer Diskussion führt, aber eben dieser Schritt muss mitkommuniziert werden. Und das Zweite ist, glaube ich, der Punkt, wo sich die VWL schon in Frage stellen muss, die Makroökonomie. Ich habe ja jetzt in Köln studiert und eine Diplomarbeit, ein neukeynesianisches Modell mit mega viel Mathe gemacht und so. Und ich saß in der politischen Diskussion irgendwann im Bundestag mal neben unserem Fraktionsvorsitzenden, der in Biologie promoviert hat und der sich die Wirtschaftsdebatte anhörte und dann irgendwann zu mir meinte, ja Katharina, ihr macht mega krasse Modelle und so, habe ich jetzt verstanden, und kommt zu total trivialen Aussagen so am Ende. Und da musste ich ihm recht geben und ich glaube, da muss die VWL den Teil, dass sie doch eigentlich eine Sozialwissenschaft in der Makroökonomie ist, auch stärker anerkennen, weil vieles ist einfach auch logische Überlegung und die Modelle stellen das dann am Ende dar, aber verunklaren auch ein Stück der Argumentation. Ja, also wir haben sicher, die Idee des Modells ist ja eigentlich die Komplexität der Welt zu reduzieren und die Welt überschaubar zu machen, und viele unserer Modelle machen es eigentlich umgekehrt. Ja, die versuchen möglichst viel Komplexität zu machen, weil das besonders wissenschaftlich ist, mit dem Ergebnis, dass man dann, wie Sie das auch sehen, mit so einem neukeynesianischen Modell eigentlich meistens nur was rauskriegt, was entweder sowieso klar ist oder was so unplausibel ist, dass man sagt, das kann es auch nicht sein. So, jetzt heiße ich ganz herzlich willkommen unseren ersten Gast hier oben. Danke bitte, dass Sie hier zu uns stoßen. Sagen Sie ganz kurz, wer Sie sind und stellen Sie eine Frage oder was immer Sie beitragen möchten zu unserer Debatte. Ja, Mikro funktioniert schon mal gut. Immer. Ich bin Philipp Stiefel, gehöre jetzt keiner Institution an oder so, aber habe mal so eine grundsätzliche Frage. Er ist jemand, der über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium zumindest nachdenkt. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch ein Studium, am Anfang diese Überschneidung zwischen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre.
Und mich würde mal interessieren, eine Meinung jetzt hier von den Leuten in der Runde, wie sich die Betriebswirtschaftslehre von der Volkswirtschaftslehre jetzt, also auch in Bezug auf die Erfassung von so politischen Problemen wie ja, Arbeitslosigkeit, Sozialstaat, Umweltfragen, wie das sich so unterscheidet, wie Sie das so sehen. Das würde mich mal interessieren. Wer möchte das, Herr Bofinger, ja, kurz beantworten? Und Sie können dann auch, wenn Sie, bleiben Sie, solange die Antwort gegeben wird. Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie noch mal nachfragen. Kurz, aber Herr Bofinger. Naja, die Betriebswirtschaftslehre ist natürlich auf das Unternehmen fokussiert, fragt sich natürlich in erster Linie, was ist für das Unternehmen am besten? Und das muss nicht unbedingt das sein, was für die Volkswirtschaft am besten ist. Also wenn Sie als Unternehmen jetzt Marktmacht erlangen, dass Sie jetzt eben schaffen, den Wettbewerb möglichst gering zu halten, indem Sie bestimmte Produkte machen, die eben andere nicht so schnell nachmachen können, wie auch immer, jedenfalls für das einzelne Unternehmen ist natürlich Marktmacht was Tolles. Logisch, aber volkswirtschaftlich ist es nichts Tolles und deswegen ist klar, dass das gibt schon Zielkonflikte. Es gibt sicher jetzt auch bei Unternehmen, die jetzt, glaube ich, auch nicht mehr immer ganz diesen ganz krassen Bezug nur aufs eigene Unternehmen. Also Nachhaltigkeit ist ja schon ein Thema, mit dem jetzt viele Unternehmen sich doch ernsthaft Gedanken machen, dass sie das, also wie stark das dann gelebt wird, ist eine andere Sache, aber immerhin ist es ein Thema, es werden da Abteilungen sind da, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man nachhaltig wirtschaften, aber es ist klar, die Zielfunktion ist eine andere. In der Volkswirtschaftslehre geht es eben um die ganze Volkswirtschaft. Ich sage immer, Volkswirte sind sowas Ähnliches wie Ärzte für die Volkswirtschaft, nicht? Die eben gucken müssen, wo drückt der Schuh und welche Probleme hat es und das interessiert jetzt das Einzelunternehmen nicht so sehr. Und deswegen ist die Optimierung dessen, was für das Unternehmen gut ist, ist im Mittelpunkt der BWL. Machen Sie VWL. VWL, ja, VWL ist viel spannender. Trotz auch wenn es schwierig ist. Und wenn sind das Sie mit der Beratung zufrieden? Ja. Auch wenn es ein Reisbrei ist, aber es ist schon ein spannendes Fach. Es sind schon spannende Themen und es macht schon Spaß, das auch zu leben und zu erleben, die Volkswirtschaft, oder? Also... Ja. Diese beiden Disziplinen drücken eben in besonderer Weise aus, was da alles schiefläuft. Das ist wirklich ja so, ich habe ja BWL in Köln studiert. Also BWL ist sozusagen intellektueller Tiefflug. Da geht es wirklich nur darum, ein extrem praktisches Verfügungswissen zu erwerben, um dann später in den Job zu kommen. Das ist im Wesentlichen auswendig lernen von Systematik, Steuergesetz und Co. Und dann so ein bisschen Marketing-Tools. Also ich gerade... Die ein bisschen klüger sind, merken irgendwann, boah, kann jetzt nicht sein, das halte ich für 5 Jahre nicht aus. Ne? Unterwegs. Und die gehen dann oft in die VWL und kommen dann in einen Bereich, wo du dann diese komplexen Glassperrenspiele machst, ne? Aber komplett in die Irrelevanz dessen, was du da als Modelle arbeitest, katapultiert wirst. Und das Spannende ist ja, das passiert ja genau in der Mitte. Eine aufgeklärte Managementwissenschaft, eine aufgeklärte VWL, die kommen doch jetzt zusammen in der Frage, wie sehen die Konzernstrategien von Google, Facebook, Amazon aus? Wo ganze kulturelle Kontexte mitgeprägt werden, Präferenzsysteme der Zukunft gestaltet werden, Präferenzen, zentrales Thema in der VWL, immer exogen vorgegeben. Das, was da draußen passiert, ist massiver Einfluss auf Präferenzsysteme im gesellschaftlichen Kontext. Da wird aufgeklärte Managementlehre zu einem hochinteressanten Motor, um zu schauen, wie gehe ich eigentlich volkswirtschaftlich damit um. Aufgeklärte Kapitalismuskritik, ob nun postkeynesianisch oder postmarxistisch, hat darauf Antworten. Es gibt heute Makromodelle, wir hatten gerade gestern Eric Puy Noah aus Quebec bei uns, ne, der mit genau solchen Theorien das verbindet. Politisch musst du jetzt bald mal wieder das Mikro abgeben. Ja, nur ich will damit deutlich machen, diese Ansätze sind da. Niemand in einer Standardwirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Deutschland hört etwas über die interessanten Bezugspunkte von BWL und VWL, sondern das ist ein Nebeneinander mit jeweils eigener Irrelevanz, wenn man das ein bisschen pointiert ausdrückt. Herr Stiefel, ich glaube, Sie haben jetzt ein einhelliges von den drei Fischen hier oder Haifischen, was auch immer. Studieren Sie was anständig. Studieren Sie Soziologie, Politikwissenschaft, machen Sie Naturwissenschaft. Ja, no, Moment, ich muss jetzt... Bitte, Sie kommen hoch und Sie klopfen dem Herrn auf die Schulter und ich möchte auch Frauen ermuntern. Ich durfte noch einhaken, habe ich vorhin sagen lassen. Oder? Ja, Sie dürfen. Genau, also weil Sie gerade eben auch das Unternehmen eben angesprochen haben und da kam mir sofort der Gedanke in den Kopf, wie sehen Sie das jetzt im Hinblick auf, ja, ich bin jetzt international nicht so informiert, aber ich weiß, was Deutschland betrifft, dass die Deutsche Bahn ja zum Teil in öffentlicher Hand ist. Also da scheint es ja auch wieder so einen fließenden Übergang zu geben von der BWL in die VWL. Das war sozusagen nochmal so ein Ding, wo ich nochmal einhaken wollte. Kurze, schnelle Antwort. Okay.
glaube, das kann man nicht so kurz und schnell beantworten. Okay, dann können wir es jetzt nicht mehr. Dann sind Sie, genau, kommen Sie zu uns und nochmal gleiche, die Spielregel ist, bitte kommen Sie hoch, wenn Sie eine Frage haben. Nee, die Regel ist jetzt heute anders, liebe Inge. Komm bitte rum. Wir möchten dich sehen, nicht von hinten. Bitte schön. Ja, guten Abend, Markus Löw, mein Name. Ich sage jetzt auch erstmal, ich bin privat hier. Aber eigentlich? Ja, da ist schon im Hintergrund da, aber ich verrate jetzt mal nichts erstmal. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe nur festgestellt, ein Wort ist heute zweimal gesagt worden. Kulturell. Kultur. Ja, das ist da oben angeguckt, da steht Wirtschaftswissenschaften, Gesellschaft. Ich glaube, da gehört Kultur mit dazu. Ich bin engagiert in einem Unternehmensmitarbeiternetzwerk. So, und da kommt jemand frisch von der Uni ins Personalwesen. Weil, ja, jetzt kommen die Ideen. Jetzt habe ich mir das angehört, was in der Runde diskutiert wurde. Sage ich, was bringt das eigentlich fürs Personalwesen? Da kommen für da tolle Ideen, wenn die da irgendwie nur Zahlen rumschonkliert haben und Graphen gemalt und über makroökonomische Zusammenhänge philosophiert haben. Aber wo ist denn Personalwesen? Wo wird dann abgebildet, wie sich Kultur im Unternehmen widerspiegelt und wie sich in einer globalisierten Welt Vielfalt in ihrer verschiedensten Formen widerspiegelt? Wie bildet das die Wirtschaftswissenschaft ab? Und ich glaube, es ist ein Thema für Wirtschaftswissenschaft, weil Unternehmertum ist nun mal eine Ausprägung, ist die praktische Ausprägung von Wirtschaftswissenschaft. Und da muss es doch eine Antwort geben. Haben wir die? Bin ich gespannt. Also es gibt weite Bereiche der Managementwissenschaft, die das im Sinne so eines instrumentellen Verfügungswissens vermitteln. Also im Innovationsmanagement, in der aufgeklärten Personal- und Organisationstheorie wissen wir heute sehr viel darüber, wie diverse Teams sehr viel innovativer sind, wie ich eigentlich die Prozesse ausgestalte. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist eben das Problem, dass was in den Fakultäten vermittelt wird, ein instrumentelles Verfügungswissen ist. Das heißt, da draußen habe ich global gesehen eine gewaltige multikulturelle Herausforderung mit Ungerechtigkeiten, die produziert werden. Was ich mache in den Fakultäten, ich bilde Eliten aus, denen ich sozusagen die Coping-Strategien mitgebe, die Anpassungsstrategien, um im Sinne ganz bestimmter Verwertungszwecke in solchen hochinnovativen Teams unterwegs zu sein. Das ist hilfreiches Verfügungswissen. Darum gehen viele an die Managementschulen, wenn ich in einer Konzern Karriere machen will und in der Logik eines solchen Konzerns funktionieren will, muss ich das heute verstanden und verinnerlicht haben. Aber was wir bräuchten sehr viel mehr, ist eben die kritische Funktion von auch in der Wirtschaftswissenschaft, die sagt, wenn du gerade, Google hat eines der erfolgreichsten Innovationsmanagements, weil die alle auf diesen Erkenntnissen aufbauen. Wenn du in diesen Mascherien mitmachst, transformierst du die Gesellschaft in einer besonderen Form und Weise, werde nicht nur zum funktionierenden Multidiversity- und Innovationschampion, werde zum kritischen Beobachter deiner Gesellschaft. Das bist du schuldig, als jemand, der damit gesegnet ist, dass er zu den 5% in der Weltgesellschaft gehört, die eine besondere Form intellektueller Ausbildung genießen. Das muss eine Aufgabe von Universitäten sein. Und diese Dimension, die hören sie an keinem der Innovationslehrstühle, die diese Funktionseliten der Zukunft ausbilden. Katharina, leichten Widerspruch, glaube ich. Also nicht zum Thema Personalwesen, das macht ja stärker die BWL. Ich wollte nur noch mal einmal jetzt auch ein Plädoyer für ein VWL-Studium halten, weil du doch jetzt wirklich sehr, sehr schlecht darüber redest. Und wie gesagt, ich habe an der Uni Köln studiert und da war plurale Lehre wirklich nicht vorhanden. Und trotzdem würde ich immer wieder ein VWL-Studium machen. Und die bilden auch nicht Idioten aus am Ende. So. Ein Beispiel nur in der Grünen Bundestagsfraktion. Nein, in der Grünen Bundestagsfraktion ist, glaube ich, ein Drittel der Mitglieder Volkswirte so. Und ich glaube, meine Kollegen würden alle auch wieder Ökonomie studieren, obwohl sie es in Deutschland studiert haben. Und das liegt daran, weil die Studenten ja nicht ganz dumm sind, wenn sie an die Universität gehen. Die lernen diese ultrakomplizierten Modelle, die setzen sich mit diesen Mechanismen auseinander. Aber ganz viele meiner Kommilitonen haben ja auch darüber über bestimmte Fragen nachgedacht. Die glauben ja auch nicht alles eins zu eins, was man ihnen beibringt. Und es hilft dann schon, wenn man über Marktmechanismen, wenn man über Finanzmarktregulierung, wenn man über Internalisierung, externe Effekte im Studium redet, wenn man, ich habe in meinem Diplomarbeit dieses krasse neokeynesianische Modell gemacht, habe dann Finanzmarktschock eingebaut und Fiskalpolitik, natürlich kam raus, das wirkt nicht, weil die Annahmen vorher so waren, aber trotzdem habe ich mich mit den Fragen auseinandergesetzt und wenn man durch dieses Studium durch ist, dann weiß man, wo die relevanten Fragen liegen in dieser Gesellschaft und dann kann man sich einen eigenen Weg suchen, um Antworten darauf zu finden, aber ich glaube, ohne dieses Studium wäre ich
auf die Hälfte der Fragen nicht gekommen. Und deswegen finde ich es schon relevant, dieses Studium zu machen, weil die VWL schon am Ende sehr viel darüber beschreibt, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und deswegen ist es so wichtig, wenn viele Menschen, die auch kritisch sind, VWL das studieren, um eben auch eine andere VWL zu entwickeln, damit wir eben auch die Wirtschaft und die Gesellschaft anders gestalten kann. Das kann man nicht allein aus der Sozialwissenschaft raus, weil die solche Fragen zum großen Teil gar nicht stellt. Ja, also ja, das würde ich auch ganz gerne mal bestärken. Ich habe am Anfang gesagt, es ist nicht so, dass wir jetzt gar nichts haben, dass das alles Unsinn ist, sondern wir haben viele vernünftige Strukturen, die wir auch den Leuten beibringen. Wenn man diese Strukturen nicht kennt, dann steht man völlig im Nebel. Das ist das Problem. Wenn Sie versuchen, Prozesse der Globalisierung irgendwie zu verstehen und Sie haben nicht mal, wissen nicht, wie Arbeitsteilung funktioniert, Sie wissen nicht, was die Prozesse der Globalisierung sind, wenn Sie das alles nie gelernt haben, wenn Sie nie ein makroökonomisches Modell mit all seinen Problemen jemals kennengelernt haben, dann stehen Sie völlig im Nebel. Und das ist doch viel schlechter. Deswegen, naja. Wir reden ja über naja. Second Best nein, und Third Best. Nein. Ich finde, wir sollten jetzt aufhören, der studiert ist blöder als der andere. Das bringt es jetzt auch nicht. Ne? Nur wenn man das faszinierendste Studienfach überhaupt hat, das faszinierendste Gebiet, weil das, dann ist das ja noch kein Qualitätsausweis, dass man sich komplett versaut, ne? Also genau. In der Lehre. Okay, Inge, ja. Bitte stell dich vor. Ich muss sagen, ich habe den starken Eindruck, wir diskutieren hier ein deutsches Problem. Sagst du mir, also Inge Kaul, Hertie School of Governance. Und ich muss sagen, ich habe meine volkswirtschaftlichen Kenntnisse weitgehend im Ausland erworben und habe den starken Eindruck, dass hier Übersetzungsprobleme bestehen. Denn es gibt Literatur, die die Schwächen, die Sie monieren hier, durchaus anspricht und ausgeglichen hat im englischsprachigen Kontext, wenn man sich nicht nur auf die Lehrbücher konzentriert, sondern mal ein paar Fachjournals aufschlägt. Auch da findet man diese Artikel. Aber das nur nebenbei. Was ich seltsam finde und vielleicht auch ein bisschen deutsch, ist, dass man kritisiert, statt produktiv Alternativen vorzuschlagen. Herr Schneidewind, von Ihnen habe ich kein neues Konzept, keine neue Methode, keinen neuen Ansatz gehört. Kritik, aber die ist auch in sich manchmal legitim. Ja, die ist legitim, aber bitte darüber hinausgehen. Dann zu Herrn Dann zu für beide, Herrn Bofinger und Herrn Schneidewind, muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass Sie immer noch eine Closed Economy im Sinn haben. Wenn Sie... Sie haben Globalisierung und Steuerwettbewerb erwähnt, aber dann nach innen geschaut. Und vor allen Dingen, was mich besonders erstaunt hat, das Beispiel von Carbon Pricing. Wenn man Ottmar Edenhofer liest, der das global sieht, dann erhält man gleichzeitig zum Hinweis auf Carbon Pricing den Ratschlag, was machen die Entwicklungsländer? Sollen die dann auch $80 verlangen? Müssen wir da nicht eine Transferleistung machen? Und damit verbunden ist etwas, was ich nur überhaupt nicht in dieser Diskussion erstaunlicherweise gehört habe. Ob das Klimastabilität, Biodiversitätserhaltung, Ocean Health oder sonst was ist, das sind alles öffentliche Güter, globale öffentliche Güter. Und die Herren haben öffentliches Gut, das Konzept mit keinem Wort erwähnt und auch nicht darüber nachgedacht, wie man durch internationale Kooperation, wie sich die verändern muss, um effizient und effektiv globale öffentliche Güter bereitzustellen. Also damit... Aber das Carbon Pricing ist ja ein Versuch, das öffentliche Gut Umweltqualität zu schützen. Das Carbon Price ist ja, es geht ja um ein öffentliches Gut und sonst um nichts. Ich meine, Sie haben recht, es gibt noch viel mehr öffentliche Güter, das ist ja richtig. Also aber wir müssen das in internationaler Kooperation machen. Ja, natürlich. Klar, anders geht das Carbon Price. Ich sagte ja, der Trump macht nicht mit, habe ich ja schon gesagt. Wie funktioniert die Entschädigung dann der Entwicklungsländer?
Also ich glaube, wenn wir das hätten, das, wenn wir das Carbon Pricing hätten, hätten wir genug Geld, die Entwicklungsländer zu entschädigen. Das wäre das, also wenn das die großen Länder mitmachen würden, wäre so viel Geld da, das wäre mit Entwicklungsländern nicht so schwierig. Ja, aber damit verbunden ist die Frage, wie kann man globale öffentliche Güter effizient herstellen, ohne den Staat zu haben, den wir eben international nicht haben. Muss man da nicht mehr Handelsbeziehungsdenken einbringen? Und diese ganze Theorie fehlt. Und ich würde Sie bitten, demnächst das ein bisschen mehr zu berücksichtigen. Also Frau Kahl, ich bin Ihnen für Ihre Intervention extrem dankbar, weil das absolut richtig ist, worauf Sie hinweisen, dass wenn wir uns das international anschauen, wir an vielen Orten wirklich spannende heterodoxe Ansätze auch finden. Und das gilt natürlich jetzt gerade auch für das Kampfsthema. Ich meine, jemand wie Eleanor Ostrom hat einen sogar einen ökonomischen Nobelpreis für bekommen. Die experimentellen Ökonomen, wie so ein Axel Ockenfels in Köln aus einer klassischen Fakultät, sind an diesen Fragen unter anderem aus spieltheoretischen Perspektiven dran. Und wir haben durchaus an vielen Orten diese Impulse, also diese Vielfalt, wenn man sie global sieht, da bin ich ganz bei Ihnen, die ist noch da. Unsere Forderung läuft ja darauf hinaus, dass man diese Vielfalt auch in einer ganz anderen Kraft wieder Orte gibt. Also ich habe gestern mit Eric Pinot lange diskutiert, wie sieht es im amerikanischen Bereich aus? Wo gibt es eigentlich noch post-keynesianische Cluster mit einer kritischen Größe? Dann sagt er letztlich, das ist Amherst, ne? Und dann Leeds und dann hört es im angelsächsischen Bereich schon relativ schnell auf. Und diese Dominanz bestimmter Lehrbücher schlägt sich auch dann in der Dominanz, wenn man sich die 80-90% der Ökonominnen und Ökonomen anschaut. Und wenn man dann davon ausgeht, dass wir mehr in der Schnittstelle brauchen, ist dieses Anliegen in einer transformativen Wirtschaftswissenschaft, und da arbeiten wir eng ja auch mit denen, die eine plurale Ökonomik fordern, nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt die eine neue Theorie, sondern es gibt dort draußen eine Vielfalt pluraler Ansätze, macht wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten wieder zu Orten, wo auch, wenn ich in Würzburg, Bamberg oder Hamburg studiere, da einen Zugriff drauf habe. Also es ist eher ein institutionelles Anliegen, denn wir haben hier sitzt Thomas Kobun, Leiter des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung. Das sind diese freien Institute, ne, die ohne eine staatliche Finanzierung diese Formen von Perspektiven abdecken, während das in den staatlich finanzierten Instituten zunehmend marginalisiert wird. Und es geht letztlich darum, dass wir für diese Form des pluraleren Denkens mehr Orte haben. Und das gilt eben auch für die Commons-Thematik, weil da liegen spannende Lösungspotenziale. Und es machen einfach viel zu wenige Leute daran zu arbeiten. Ich wollte zwei Aspekte sagen. Einmal die internationale Dimension. Da muss man natürlich gerade über die Handelsverträge sprechen, weil ich glaube, dass sie auch der einzige realistische Ort sind, wo man diese Fragen lösen kann. Weil jeder Versuch, das multilateral auf anderer Ebene zu lösen, scheitern eben an den vielfach politisch bekannten Widerständen. Handelsverträge sind aber die großen Treiber in der internationalen Politik, weil da diese massiven Wirtschaftsinteressen hinterstehen. Und deswegen wäre mein Ansatz für eine Handelspolitik der Zukunft, dass wir durchaus Handelsverträge machen, auch mit Marktöffnung natürlich, aber sie verbinden mit den ökologischen Fragen, um das zu regeln, um zu sagen, du kriegst deinen Marktzugang nur Partnerland, wenn du gleichzeitig bestimmte Umweltschutzaspekte mit uns vereinbarst, und dann die Abkommen multilateral zu gestalten und zu sagen, wer beitreten möchte, kann beitreten, um eben genau die Chance für Entwicklungsländer eben auch zu bieten, die Vorteile zu kriegen und gleichzeitig auch über Umweltaspekte mit ihnen zu verhandeln. Das wäre meine Idee, weil ich glaube, dass wir sonst in den multilateralen Organisationen nicht so vorankommen, wie wir das eigentlich wollen. Das ist der eine Aspekt, den ich sagen wollte. Und der zweite, wo ich glaube, wo man die ökonomischen Fragen interdisziplinär jetzt schon denken kann, ist das Wettbewerbsrecht, auch wenn da viele Ökonomen mir sagen, das soll ich nicht tun. Aber meine Idee war schon zu sagen, zum Beispiel, dass das Wettbewerbsrecht auch Datenschutzaspekte in der Digitalwirtschaft mit berücksichtigen muss, oder mit Blick auf die Fusion Bayer-Monsanto, dass das Wettbewerbsrecht auch Fragen wie Ernährungssouveränität mit abwägen muss und dass da ökonomische Aspekte ganz eng verbunden sind mit anderen gesellschaftlichen Aspekten und dass man das Wettbewerbsrecht so verändern kann. Und ich glaube, das ist eine ganz klassische praktische Anwendung, wie man so eine Interdisziplinarität hinkriegt. Ja, danke schön für die Möglichkeit. Manfred Nitsch, ich bin hier an der Freien Universität Volkswirtschaftsprofessor, aber mit der Spezialisierung Politische Ökonomie Lateinamerikas am Lateinamerika-Institut und einer von den Monetär-Keynesianern der Berliner Schule, die versuchen, wenigstens auf der Ecke noch etwas Heterogenes hochzuhalten.
Vor genau 50 Jahren habe ich mal meine Karriere als Lehrer für BWL begonnen, denn meine Ausbildung war nicht Diplom-Kaufmann oder Diplom-Volkswirt, sondern Diplom-Handelslehrer. Und eine Möglichkeit, diese Interdisziplinarität und was brauchen die von Politik, Gesellschaft und Kultur, ist doch an den Fakultäten auch die Wirtschaftspädagogik oder der Lehramt sozusagen wieder stärker ins Visier zu nehmen. Denn so wie man eine Wirtschaftssprache mit als Lehrer lernt, kommt also alles Mögliche mit rein. Sie haben ja recht, Herr Schneidewind, dass die Wirtschaft selber, kann man bei Frank Beckenbach nachlesen, eben nun mal von Niklas Luhmann definiert, nur das, was kann zahlen, kann nicht zahlen. Der binäre Code, ja, nichts anderes ist Wirtschaft. Kein Wunder, dass die Modelle eben das widerspiegeln, was die Wirtschaft ist. Und insofern ist dieser Ruf nach Interdisziplinarität einerseits der Homo educandus in der Erziehungswissenschaft und andererseits eben bei politischer Ökonomie und Soziale und Anthropologie und Geografie und alles, was dazugehört. Meine spezielle Frage, die mich jetzt gerade als Monetär-Keynesianer umtreibt, ist eigentlich die an den Kollegen, an Peter Bofinger. Nämlich, wenn wir schon jetzt sagen mit Schumpeter, aus nichts wird die Bank immer wieder Geld schaffen und der Traum von dem vollen Geld und so weiter ist irgendwie etwas doch ziemlich unrealistisch. Damit sagt man aber, dass dieses neoklassische Modell DSGE, dass nämlich der Status quo immer als stabil dargestellt wird und dann kommt ein Schock und dann brauchen wir einen neuen. Jeder Seismologe macht sich natürlich lustig darüber, dass natürlich seine Modelle auch immer stimmen, bis ein Schock kommt und dann gibt es ein Erdbeben. Aber das Erdbeben wird nicht vorhergesagt. So ähnlich wie im Sturm, wenn Sie sich die Wetterkarte angucken. Status quo ist stabil und dann kommt, huch, jetzt kommt plötzlich ein Sonnenloch oder ein Windloch. Wie sieht das eigentlich aus bei den makroökonomischen Modellen unseres Sachverständigenrates? In meinen Lehrbüchern habe ich 50 Jahre jetzt VWL unterrichtet und immer gesehen, dass diese Ökonometriker dann sagen, na, diesen Schock von 2008, den konnten wir natürlich nicht wissen, das war ja ein Schock. Und hat sich seitdem eigentlich in den 10 Jahren, die ich inzwischen pensioniert bin oder emeritiert, wie das so nett heißt, etwas in der Richtung geändert, dass man inzwischen eher eine Wetterkarte oder ein seismologisches Modell macht? Ist angekommen, Manfred, Dankeschön. Also... Wunderbar. Man kann ja zwei Sachen antworten. Ich muss jetzt antworten, alle ein bisschen um eine kürzere Antwort bitten. Wir haben noch drei. Ich will jetzt ein interdisziplinäres Beispiel wählen. Wenn Sie einen Vulkanologen haben, dann kann er Ihnen sagen, dass Sie einen Vulkan da haben, der enorm explosiv ist. Aber wann der genau explodiert, weiß er das oft auch nicht, obwohl es eine Naturwissenschaft ist. Ne? Muss man auch mal sagen. So diese, was wir dazugelernt haben, glaube ich, als Ökonomen, ist eben wirklich die Bedeutung der monetären Prozesse, der Kreditprozesse, was im Bankensystem passiert. Und ich glaube, es wird uns in der Weise nicht mehr passieren, dass wir so blind in so eine Finanzkrise reinsteuern, wie das wirklich 2008 passiert ist. Ich glaube, da hat sich wirklich, also bei vielen schon, nicht bei allen, aber ich glaube, also da ist wirklich ein Umdenken da. Wie gesagt, in vielen Modellen nicht, das stimmt. Also in vielen Modellen ist immer noch so diese Körnerwelt da, aber wenn Sie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich nehmen, so als auch als Think Tank, die haben enorm viel gemacht, diese Kreditzyklen, die Probleme, die da sind. Also ich glaube, natürlich schwer das zu sagen, ich glaube, dass wir es deutlich besser sind, mehr kennen von Finanzkrisen, als das noch vor 10 Jahren der Fall war, in der Hoffnung, dass nicht jetzt in 2 Monaten die Finanzkrise kommt. Guten Abend, vielen Dank. Mein Name ist Elna Lichtenthaler, ich bin Promotionsstudentin und Heinrich-Böll-Stipendiatin. Ich promoviere zu Chinas Ernährungssicherheitspolitik. Ich habe VWL studiert und Sinologie in Freiburg beides und ich bin begeistert von der Werbe, mit der hier diskutiert wird und mit der hier auch Politik und Wirtschaftswissenschaften zusammenkommen. Und da drängt auch meine Frage hin, wir leben in einer komplexen Welt und wenn wir über transformative Zukunft sprechen, ich bin der festen Überzeugung, das kann man nur interdisziplinär lösen und es macht wenig Sinn, in seiner eigenen Disziplin zu verharren und nur mit den eigenen Kollegen zu reden und irgendwelchen kleinen Theoriedetails zu bleiben, weil damit ist wenig Anwendung gemacht. Und deswegen würde ich Sie gerne alle fragen, inwiefern gibt es denn nicht konkrete Möglichkeiten, unser Wissenschaftssystem wirklich zu transformieren und auch
konkreter, anwendungsbezogener zu machen. Denn ich habe in meinem Studium auch gelernt, und nicht nur in der Wirtschaftswissenschaft, sondern auch nicht nur in der VWL, sondern auch in der Sinologie und auch in anderen Fächern, man bleibt dann doch gern in seinem. Und das ist das, was für die Karriere wichtig ist, wenn man zumindest in der Akademie bleiben möchte. Und unsere Ausbildung an Universitäten ist meiner Erfahrung nach zumindest sehr stark darauf ausgerichtet, im Wissenschaftssystem zu bleiben. Aber da bleiben nun mal einfach die Mehrheit nicht. Und das ist dauert ziemlich lange, bis man überhaupt mal anwendungsbezogene Sachen im Studium macht. Und ich frage mich gerade, ob es nicht im Sinne von Ihnen aus der Politik ist, dass man das stärker miteinander verbindet. Und ich habe wenig Diskussionen erlebt, in denen Politiker an Universitäten gekommen sind und sagen, wir haben diese und diese und diese und diese Fragen. Stellen Sie doch mal interdisziplinäres Studententeam zusammen, dass sich Gedanken dazu macht. Das wäre ja eine Möglichkeit, mit fortgeschrittenen Studierenden was zu machen. Ob man das dann am Ende, inwieweit man das umsetzen kann, ist eine andere Frage. Und Gleiches gilt auch für Professoren. Inwiefern schaffen Sie es denn nicht, einfach mal Seminare mit Ihren Kollegen aus anderen Fachbereichen anzufangen. Ich habe das selbst erlebt. In der Sinologie redet man über die Wirtschaftskrise. Man hat keine Ahnung von Wirtschaft, um es ein bisschen plakativ zu sagen. In der VWL erklären sie uns das Wirtschaftssystem China, aber haben keine Ahnung, wie China politisch funktioniert. Und das sind zwei Gebäude nebeneinander. Ne? Das macht wenig Sinn eigentlich. Und da würde ich einfach von Ihnen gerne konkrete Ideen hören und nicht nur Kritik. Sie haben ja schon selber eine genannt. Sehr schön. Dann bleiben Sie ruhig sitzen. So, ich möchte gerne noch eine dazufügen. Wir hatten letzte Woche unsere sogenannte alternative grüne Woche. Da reden wir über Agrarwirtschaft. Ist ja auch eine Wirtschaft. Und was ich da auch erschütternd fand, deswegen passt es ja auch hier zur Debatte um Transdisziplinarität, aber auch, was passiert in der jeweiligen Wissenschaft selber, dass ich es erschütternd finde, dass es kein Curriculum gibt, keine Lehre gibt, die überhaupt nur Agrarökologie auf dem Zettel hat. Kann das sein? Da wird ganz klassisch Landwirtschaft, ne, mit den Inputfaktoren und so weiter gelehrt, aber Agrarökologie ist noch natürlich kein Prüfungsfach. Man kann sie und da vielleicht mal belegen. Das ist für mich auch nicht zukunftsfähig. Also ich denke, wir haben eben beides. Wir brauchen diese Erneuerung in der Disziplin und wir brauchen die Transdisziplinarität. Und deswegen wunderbar Ihre Frage, wie kommen wir dahin? Genau, wir haben ja neben dem Aufruf haben wir ja so ein richtig dickes Buch gemacht. Da sind jetzt, ist nicht nur Kritik drin, sind auch einige konzeptionelle Perspektiven, aber insbesondere gibt es auch dort drei Beiträge genau zu diesen institutionellen Fragen. Also wie muss man eigentlich das Wissenschaftssystem weiterentwickeln, dass Orte für diese Formen entstehen? Denn diese Orte, ich sprach das gerade an, sind heute oft eher außerhalb des staatlichen Wissenschaftssystems. Also wir als Wuppertal-Institut, wir profitieren davon. Also eigentlich dürfte ich ja gar nicht so schimpfen, ich müsste dankbar sein. Ja, Sie wenn die Politiker ernüchtert dafür, wie es von den Unis zurückkommen, freuen die sich, einen Think Tank zu haben, 200 Leute, 30 Disziplinen, ein IÖW hier in Berlin, als Ökonomieinstitut, wo vermutlich, wie wir habt, 10, 15 Disziplinen auch repräsentiert sind über alle Bereiche. Und das Problem eben ist, dass die Reproduktion eben auch der Karriere, Herr Buffing hat das ja gerade auch sehr schön dargestellt, im Wesentlichen disziplinär läuft. Und da hilft eben der Blick, wo gelingt das auch national und international. Ne? Also wir haben zum Beispiel in Lüneburg, war eine der Universitäten, die den Mut hatte, eine Fakultät für Nachhaltigkeitswissenschaften auf den Weg zu bringen, wo interdisziplinäres Promovieren und fürs Berufenwerden es ein Asset ist, wenn du schon früh über den Tellerrand geschaut hast. Durchaus sind die Agrarfakultäten auch interessante Orte für Interdisziplinarität. Wir haben Ulrike Grote, die jetzt neu im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung ist, unsere Ökonomin aus dieser Perspektive. Und da merkt man, die ist ganz anders in so einer Agrarfakultät interdisziplinär auf den Weg gebracht. Und zum Beispiel eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung für globale Ernährungssicherheit, aber besser noch eine Fakultät für globale Ernährungssicherheit an der Universität einzurichten, wo dann auch Karrierechancen bestehen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die interdisziplinär arbeiten, das ist wichtig. Und darum ist es so fatal, wenn Wissenschaftspolitik den kompletten Gestaltungsanspruch aufgibt gegenüber dem, was in Universitäten passiert. Weil Direktoren immer sagen, Hochschulautonomie, das organisieren wir alles selber. Und dann kommen die ökonomischen Mechanismen, Drittmittellogiken, Selbstreproduktion der Fächer, die kleinen Fächer werden aufgemacht, die starken Disziplinen, gegen die kann sich keiner wehren. Wir bräuchten verbindliche Rahmensetzung dafür, dass in so einem großen Bundesland mit vielen Universitäten man sagt, ja, da gibt es klare Anreize, Geld kriegt in besonderem Maße nur die Universität, die den Mut hat, diese notwendige Interdisziplinarität
interdisziplinäre Öffnung, solche Zentren zu bauen, denn ansonsten reproduziert sich diese disziplinäre Verengung im System selber. Wissenschaftspolitik muss den Mut haben, zu erkennen, welche Fehlentwicklungen da sind. Und denn wenn das uns nicht an den Universitäten gelingt, da wird der Wissenschaftsnachwuchs gemacht, haben wir ein Riesenproblem. Also ich glaube, Sie haben recht, dass das viel zu wenig passiert. Ich selber habe, bevor ich in den Bundestag kam, im Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Daher kennen wir uns unter anderem auch. Und wir haben das beispielsweise auch versucht als Umweltministerium, dass wir gesagt haben, wir wollen Forschungsschwerpunkte schaffen, die sich mit den Themen Klimanachhaltigkeit, Zukunftsfragen, gerade interdisziplinär auch beschäftigen. Das sind immer große Räder, die man dann drehen muss, bis neue Lehrstühle geschaffen werden, bis so ein Forschungsnetzwerk geschaffen ist. Aber ich glaube schon, dass Politik auch den Mut haben muss, stärker zu sagen, das sind Zukunftsfragen, die wir fördern wollen. Und Politik selber, das muss ich auch nochmal sagen, arbeitet durchaus interdisziplinär. Also das ist so, wenn ich ein Fachgespräch im Bundestag mache, dann lade ich ja nicht nur Ökonomen ein, sondern dann leiste ich mir den Luxus, Professoren aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen auch einzuladen. Politik profitiert eben davon, dass die dann auch kommen. So. Deswegen, genau, das ist aber ein anderes. Sie erleben ja immer nur die Debatten im Wirtschaftsausschuss, wo es wirklich furchtbar ist und wir uns als Politiker auch ärgern, dass wir nur eine Frage stellen dürfen. Aber die Fachgespräche der Fraktionen sind ja anders und da kann man sich ja dann so zusammensetzen, wie man das möchte und die Fragen wirklich innovativ diskutieren. Und das ist, finde ich, das große Privileg meines Berufes, dass ich die Chance habe, genauso zu denken. Und was ich finde, was es jetzt ja schon gibt, das ist aber dann auch nicht in den Hochschulen, das sind ja dann die Studienwerke. Ich selber war Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und da hatten wir auch so Sommerakademien. Die arbeiten ja interdisziplinär und das sind ja auch tolle Erfahrungen. Das ist nur nicht im Curricula integriert und das, glaube ich, brauchen wir einfach mehr an den Hochschulen. Das muss Politik auch mehr fördern, das sehe ich auch so. Ja, denn also ich teile das auf alle Fälle und es scheint so, als ob man Politiker werden sollte, wenn man interdisziplinär arbeiten möchte. Herzliche Einladung. Ja, danke. Ich nehme es zur Kenntnis. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, bei all der Qualität, die Förderwerke und Stipendien ermöglichen, das nicht nur für einen kleinen Teil der Studierenden dazu bieten, sondern das für alle zugänglich zu machen und eben auch wirklich sich zu fragen, inwiefern muss denn angewandte Fragen müssen, die erst kommen, wenn man sich damit beschäftigt, dass man eben nicht in der Wissenschaft bleiben möchte. Inwiefern gibt es nicht auch Möglichkeiten, Seminare durchaus klarer politisch fokussiert zu gestalten, mit auch mal Politiker an die Uni zu holen, die dort zu unterrichten. Einfach eine größere Mischung von dem, was einen nach der Uni erwartet. Kann ich nur zustimmen. Also Hallo, ich heiße Umut Acik, ich studiere VWL an der HU und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde das Studium echt langweilig, aber ich wusste es ja schon vorher, weißt du, worauf ich mich darauf einlasse. Also ich habe vorher Mathe studiert und ich wusste, okay, Neoklassik, habe ich mir jetzt keine Illusionen gehabt. Und Herr Schneidewind, ich liebe Sie für Ihre Leidenschaft, behalten Sie sich das bei. Also es gab ja zum Beispiel Anfang letzten Jahres an der HU eine Besetzung und das war im Soziologieinstitut und nicht bei uns im Wirtschaftswissenschaftsinstitut. Und das sagt ja auch viel darüber aus, also wie die Leute bei uns auch in den Wirtschaftswissenschaften sind, dass sie halt so angepasst sind, Karrieristen. Also ich verallgemeine natürlich, aber das sind auch sehr viele Leute, die Sachen nicht hinterfragen. So, ich habe ein Wirtschaftsabi gemacht und da hatte ich schon diese ganzen Sachen mit den ganzen Modellen schon im Abi gehabt und dann sind sehr viele Leute, die mit mir jetzt das Studium da beginnen und die glauben dann wirklich später, wenn die in die Wirtschaft oder Politik gehen, so funktioniert die Wirtschaft. Leider. Weil sie nie gelernt haben, Sachen zu hinterfragen, kritisches Denken. Und keine Ahnung, also deshalb habe ich mir überlegt, okay, Einführung in Marxismus wäre langweilig, wieso man nicht auch Einführung in die Anarchie an den Unis anbietet? Ganz ehrlich, vor allem in der Vorwelt. Also Herr Buffinger, die könnten es ja mal vorschlagen bei sich, weil ich glaube, das öffnet vielen Leuten auch mal so, was möglich ist. So, ganz ehrlich, der größte Kapitalist aller Zeiten, Steve Jobs, war irgendwo ein Anarchist. So, die Leute in Silicon Valley probieren, so Anarchie für sich zu nutzen, um damit Geld zu machen. So, also, das ist nicht die Angepassten verändern die Welt, sondern die Leute, die mal ein bisschen querdenken. Super. War das jetzt eine konkrete Anfrage, ob Herr Bofinger eine Einführung in die Anarchie macht? Also, wieso? Also, ob er das gut, oder ich würde Ihnen das vorschlagen, dass er das mal einfach bei sich im Institut da vorschlägt. Die werden sicherlich Nein sagen, aber zumindest, also ganz ehrlich,
Also ich glaube schon, dass die Idee mit der Einführung in die Anarchie, dass ich da doch Schwierigkeiten hätte, meine Kollegen zu überzeugen. Und ist, um das mal ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, es ist ja schon wichtig, dass man jetzt als Student mal am Anfang mitkriegt, wie die VWL funktioniert. Und ich nehme für mich in Anspruch, es wurde vorhin die Frage der Didaktik angesprochen, eine Einführungsveranstaltung zu machen, wo ich wirklich die Dinge rüberbringe, von denen ich glaube, dass man die, dass die wichtig sind, dass man die kennen muss, überhaupt über VWL reden zu können. Ich versuche auch den Studenten rüberzubringen, dass man sagt, glaub nicht alles, hinterfrag das, ich mache das auch, dass ich auch Lehrbuchmodelle hinterfrage, das ist auch in diesem Lehrbuch, das ich habe, wird eben gezeigt, wird gezeigt, wie problematisch vieles ist, was an Standardlehrbüchern da ist, aber man muss natürlich erstmal wissen, was das ganze Ding ist, bevor man es kritisiert. Ja, das hilft ja nichts. Also irgendwie, man kann nicht einfach sagen, alles Mist, wir machen jetzt Anarchie, das ist vielleicht ganz lustig und man kann sicher auch, ich meine, ein Punkt ist, man kann sicher auch reich werden und beruflich erfolgreich werden, ohne BWL und VWL studiert zu haben. Ich meine, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt genug Unternehmer, die irgendwie mit der Realschule irgendwie abgeschlossen haben und heute irgendwie weltmarktführende Unternehmen machen. Also das gibt es ganz viele. Nicht? Und deswegen ist es klar, also um reich zu werden, erfolgreich zu werden, ist vielleicht ein VWL oder BWL-Studium nicht unbedingt erforderlich. Also ich mag sie und ich gebe ihnen auch recht. Also ich wollte jetzt nicht so ein. Also bei uns an der HU gibt es ja auch jetzt Core Econ und da haben sich gefeiert, dass sie so innovativ sind und plural, weil sie Core Econ anbieten. Und Core Econ ist eigentlich MenQ, nur anders verpackt. Und das, wissen Sie, was ich meine? So dieses, ja, mein Lehrbuch ist viel besser. Ja, genau, sie sollen ihr Lehrbuch benutzen. Aber ohne Blödsinn, weil es wirklich. Er hat ja auch seinen Werbeblock gehabt, ich habe bloß das Buch nicht mitgenommen. Aber was der Student eigentlich, wie ich das versuche, dass ich den Leuten erstmal sage, wie funktioniert ein Markt, welche Mechanismen sind das und dann sage, welche Defekte hat der Markt und wie muss man jetzt politisch als Staat agieren, damit diese Defekte des Marktes behoben werden, damit insgesamt was Gutes bei rauskommt. Und in den meisten Lehrbüchern, ich weiß nicht, ob dem ist das auch nicht, wird die Rolle des Staates nicht systematisch diskutiert. Wenn Sie den Menchu nehmen, da wird der Staat immer so eingestreut. Da ein bisschen, dort ein bisschen, aber dass man sagt, was sind denn die Funktionen des Staates und wie muss der Staat das machen und warum muss er das machen? Also systematisch den Staat in dieses Wirtschaftssystem einzuführen, das macht, macht das kaum ein anderes Lehrbuch. Und das ist einfach, dieses Core-Buch, es gibt ja das neue Modell, das macht das eben auch nicht richtig. Ja. Also es hat tolle Geschichten, aber eben ist nicht systematisch. Ja. Also ich finde den Vorschlag fantastisch, weil Anarchie ist nicht lustig, Anarchie ist der Kern guter Wissenschaft. Zu hinterfragen, deswegen die Idee, jeder Erstsemester macht zuerst einen Kurs in Anarchie und lernt dieses kritische Denken, das Hinterfragen, das wäre das Beste, was dann auch den Ökonomieprofessoren passieren kann, weil die plötzlich ganz anders gefordert werden. Also toller Vorschlag, sollten wir fordern, Anarchie, Einführungskurs für jeden, der ein gesellschaftsrelevantes Studium studiert. Aber vielleicht wird es ja reichen, wenn man den Studenten einfach sagt, glaubt nicht alles und ihr könnt auch fragen. Da brauchen Sie nicht ein ganzes Semester Anarchie zu studieren, also es geht schneller. Wunderbar, wir werden immer konkreter. Guten Abend, mein Name ist Max. Ich studiere jetzt im ersten Semester VWL, also quasi noch ganz frisch. Und ich hatte das ganz große Glück, dass ich direkt im ersten Semester ein Modul belegt habe, das heißt Grundlagen und Kontroversen der marxistischen Wirtschaftstheorie. Wird unterrichtet von einem Prof, der ist schon 85 Jahre alt. Und für ihn findet sich natürlich findet sich natürlich kein Nachfolger. Und ich wollte gerade Sie fragen, Herr Bofinger, wie ist denn für mich quasi jemanden, der auch mal andere Sichtweisen zu sehen haben möchte und sich dann das Modulangebot anguckt bis zum Bachelor, was halt echt dürftig ist, wie erhalte ich mir so ein bisschen die Motivation, dieses Studium auch dann weiter durchzuziehen und nicht einfach irgendwann zu Soziologie zu wechseln oder Politologie? Ich weiß nicht, es stimmt ja schon. Da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken, können wir es vielleicht nachher nochmal unterhalten. Also einfach ist es nicht, ja, weil natürlich viele Sachen sind natürlich auch nicht so sexy, also Mikroökonomie 1 und 2, aber auf der anderen Seite muss man das vielleicht auch mal machen. Wirtschaftsmathematik und also manche Sachen sind halt auch nicht so,
so furchtbar spannend. Da muss man halt auch das vielleicht so als Fingerübung sehen, muss sagen, na gut, wenn ich das Klavier spielen lerne, dann fange ich auch nicht an, irgendwie gleich Beethoven zu spielen, sondern muss halt irgendwie diese Fingerübung machen. Und da, also ein bisschen Reisbrei gehört vielleicht auch zum Modell, durch den man sich durchfressen muss. Also es kann nicht immer nur spannend sein, aber es sollte natürlich ab und zu spannend sein. Ja. Das wäre halt gut. Ich muss bloß noch voranstellen, ich hatte ein Vorstudium in der Ingenieurswissenschaft, also Mathe ist gar nicht das Problem, es ist mehr so diese Perspektivverschränkung, die man da so kriegt, die ein bisschen... Ja, das ist ein Problem. Also ich kann Ihnen da auch keine Wunderlösung. Also ich hätte auch gern, dass wir kritischere, realitätsbezogenere Vorlesungen hätten im Einführungsbereich. Das fände ich auch besser. Aber es ist halt, man kann viele, viele Kollegen auch nicht zum Jagen tragen. Ja, also. Okay. Mhm. Ja, erstmal herzlichen Dank jetzt an Sie und Ihre spannenden Fragen. Es geht ja auch viel um Beratung. Das haben wir jetzt auch nochmal gemacht. Ich mache jetzt eine kleine Abschlussrunde und frage dich, Katharina, welchen Rat hättest du denn gerne für deine drängendste Frage von Herrn Bofinger und Herrn Schneidewind? Was treibt dich gerade um, wozu du gerne eine Antwort hättest? Kannst du jetzt erstmal die anderen fragen, damit ich die Frage... Ja, okay. Ich kann dir mal sagen, was ich als die drängendste Frage ist. Ich tue mal so rum, da kannst du dir ein bisschen überlegen. Also für mich eigentlich eine der spannendsten Fragen ist das Verhältnis zu China. Das wurde ja gerade schon angesprochen. Und was wir in China erleben, ist ein unglaubliches Experiment. Eines Staates, der zum einen so eine Art keynesianische Wirtschaftspolitik macht, mit unglaublich viel Krediten den Laden am Laufen hält, wo man sagen muss, eigentlich kann das überhaupt gut gehen. Und gleichzeitig macht aber auch eine ganz gezielte Industriepolitik, Wissenschaftspolitik, wo er versucht, in ganz vielen Bereichen weltmarktführend zu sein. Und das macht er noch in einem diktatorischen System, wo man sagt, da kann eigentlich gar keine Kreativität, Initiative da sein. Aber irgendwie läuft das. Irgendwie ist da auch eine klare globale Strategie, dass man jetzt in Afrika die Eisenbahnlinien baut. Und was ich spannend finde, ist eben wirklich, wie ein Land wie Deutschland, das eben so stark auch auf Technologie und Industrie setzt, wie sich das in dieser Auseinandersetzung behaupten kann, wie man das richtig hinkriegt. Und da sehe ich ehrlich gesagt noch viel mehr Gefahren, jetzt gerade, wenn man jetzt mal national sieht, für Deutschland als aus der Digitalisierung. Und da ist eben extrem schwierig, weil das ist alles neu, man hat da keine Erfahrungen mit, da kann man auch keine irgendwie ökonometrischen Analysen machen. Das ist ein gigantisches Experiment, was die Chinesen da machen, wo man von außen mit Erstaunen, mit Befremden teilweise sich das alles anguckt und wo es extrem schwierig ist, was da das zu prognostizieren, wo man aber das Gefühl hat, wenn man nicht aufpasst, haben wir da ein Problem. Nicht vielleicht jetzt, aber in 10 oder 20 Jahren. Katharina, du hast jetzt eine Frage, habe ich gehört. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist eine politische. Die drängendste politische Frage ist, glaube ich, aus meiner Sicht, wie man Verteilung gestaltet unter den Vorzeichen von Globalisierung und Digitalisierung. Das ist für mich so die größte politische Frage, die ich hätte. Vielleicht haben Sie da auch eine Antwort drauf. Und die zweite Frage wäre am Ende dieser Debatte, auch ein bisschen auf den letzten Frager. Ich habe in Köln studiert und hab mir die Frage auch gestellt, bin dann zum Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei Gustav Horn gegangen, der Neukeynesianismus gemacht hat und habe dort festgestellt, der war genauso überzeugt von seinen Modellen wie die Kölner von ihren. Und ich habe auch den Eindruck, Sie sind genauso überzeugt von Ihren Modellen wie die Kölner von ihren. Das heißt, wo denken Sie denn, wo der Fehler der neukeynesianischen Modelle oder der keynesianischen Modelle ist? Wo ist der Fehler? Weil Sie haben jetzt sehr überzeugt gesagt, die Neoklassik hat das Problem, aber Ihre Theorie funktioniert eigentlich super. Deswegen nochmal die Frage, wo Sie auch einen Fehler in Ihren theoretischen Konzepten sehen. Also zunächst mal muss man unterscheiden, die neukeynesianischen Modelle sind eigentlich überhaupt nicht keynesianisch. Das sind eigentlich non-keynesianische Modelle. Und wenn ich Herr Keynes wäre, würde ich die verklagen. Dass die mit meinem Namen, naja, es sind Modelle, wo es keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit gibt. Ich meine, das ist absurd, ja, wichtig, das mal festzuhalten, weil das ist wirklich nämlich eine der größten Etikettenschwindeleien überhaupt, dass man sagt, postkeynesianisch. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, postkeynesianisch. Ich meinte nicht die neukeynesianischen Modelle. Nein, aber ich würde sagen, für den Alltag des Wirtschaftslebens fährt man mit keynesianischen Modellen nicht schlecht. Man kann die meisten Dinge, die passiert sind, wenn man keynesianische Modelle, wenn man da das Finanzsystem noch
bisschen aufmotzt, bisschen den Herrn Minsky mit reinnehmt, kann man relativ gut erklären, was in den letzten 15, 20 Jahren passiert ist. Ich habe da keine großen Schwierigkeiten. Ja, aber in der Zukunft, ich glaube, und China ist ein wunderschönes Beispiel. China ist also ein Keynesianismus im Quadrat. Also es gibt kein Land, das so kompromisslos keynesianische Ansätze durchsetzt wie China. Und damit jetzt bisher, mit erheblichen Umweltschäden, muss man nebenbei auch mal sagen, sonst werde ich wieder kritisiert, aber dass jetzt aber sein Wachstumsprozess mit diesem keynesianischen Modell konsequent durchsetzt. Eine riesige Verschuldung kann auch daneben gehen, aber das kann man wirklich, des Keynesianismus zum Anfassen. Okay, eine Frage an Sie und auch an Uwe. Schneidewind, wie im Sinne der Transdisziplinarität, könnten Sie sich vorstellen, da Sie ja in unterschiedlichen Räten die Bundesregierung beraten, als Rat der Wirtschaftsweisen mit dem Rat für globale Umweltveränderungen mal eine gemeinsame Stellungnahme oder eine gemeinsame Beratung für die Bundesregierung zu machen und als Räte auch mal besser und transdisziplinärer miteinander zu arbeiten, um sich die Fragen wechselseitig zu stellen, wie wir das heute versucht haben? Also sehe ich durchaus eine Möglichkeit dafür, klar, kann man machen. Ich halte nach. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen alle da mitmachen würden, okay. aber grundsätzlich ist das durchaus machbar. Ich meine, der Punkt ist einfach der, wir haben natürlich, sag mal, Umwelt ist wichtig, aber natürlich gibt es auch, ja nein, aber es gibt natürlich auch andere Fragestellungen, sag mal, wie geht die europäische Integration, wie geht die ganze Architektur in Europa weiter mit dem Euro, diese ganzen Fragen. Also es gibt ja nicht, Umwelt ist schon zentral, aber es gibt auch die ganzen Fragen jetzt am Arbeitsmarkt, die Digitalisierung, all solche Dinge. Das heißt, klar, Umwelt ist ein Thema, aber wir haben natürlich auch andere Themen. Ja, und deswegen, also wenn wir jetzt nur mit dem Umweltrat zusammenarbeiten, gesagt, nicht nur. Aber es ab und zu. Aber nochmal auch annehmen, ne, dass man Umwelt, Verteilungsfragen, Ökologie, ja, aber das waren wir zusammendenken muss und nicht getrennt. Das ist doch eigentlich die Aufgabe, um die es geht. Na, jetzt muss ich aber auch nochmal sagen, also wir haben im Jahr, ich glaube 2010, 2011 eine Expertise gemacht über Nachhaltigkeit, indem wir auch ein Indikatorensystem entwickelt haben mit ökologischer Nachhaltigkeit, mit Artenvielfalt. Also es ist nicht so, dass wir diese Themen jetzt nicht adressieren. Ja? Also das war schon eine sehr ausführliche, das war zusammen mit dem französischen Sachverständigenrat, hat dann auch nicht, es ging dann in diese Enquete-Kommission ein. Also sag mal so, ist es auch nicht, dass wir diesen Aspekt jetzt alle nicht berücksichtigen. Ne? Also da kommt Politik eine wichtige Rolle zu. Wir haben in der letzten Berufungsperiode die Situation gehabt, dass beim Forschungsministerium, der WBGU ist ja auch ein Rat der ganzen Bundesregierung, wird aber vom Forschungs- und Umweltministerium koordiniert und am Forschungsministerium ist auch die Expertenkommission Forschung und Innovation, EFI. Die hatten ein Gutachten veröffentlicht mit einem aus unserer Sicht doch sehr, sehr schwachen sozialen Innovationsbegriff. Da haben wir aus dem WBGU auch öffentlich gesagt, Leute, das ist ein bisschen sehr kurz gesprungen. Und das hat dann die Impuls ausgelöst, aus dem BMBF mal beide Beiräte zusammenzuholen. Und eigentlich war die Idee jetzt für diesen Umbau der Automobilindustrie, da mal gemeinsam das im Wesentlichen Ökonomen und uns eine Perspektive zu entwickeln. Das haben die anderen jetzt bis in die nächste Legislatur verschleppen können, in der Hoffnung, dass es vermutlich nicht mehr dazu kommen wird, weil der Abteilungsleiter, der das vorangetrieben hat, jetzt pensioniert wird. Aber wir würden, also insofern machen Sie das in der Politik stark. Ja, wenn die Politik ruft, kommen die Beiräte. Und ich nehme zumindest eine gemeinsame Perspektive mit. Ich glaube, wir drei sollten uns wirklich stark machen für ein interdisziplinäres Institut für die Funktionsweisen, die Perspektiven des chinesischen Kapitalismus. Also da habe ich rausgehört, eine hochinteressante Frage in der Wirtschaftspolitik. Sie waren richtig interessiert. Für uns ist das total spannend, weil da viele Öko-Innovationen kommen. Da hätten wir doch ein erstes Cluster. Frau Dröge sorgt dafür, dass jetzt Regierungsparteien vor sich hergetrieben werden, denn die haben ja immer vor, große Herausforderungen anzugehen. Und wir machen einen ökonomisch Nachhaltigkeitsbrückenschlag und werden eine interdisziplinäre Perspektive aufbauen. Sehr schön. Wird aber nicht reichen, weil ich kann sagen, wir sind eine Demokratiestiftung, nicht nur eine, die sich mit Ökologiefragen und transformativen Fragen beschäftigt, sondern wir sind die Stiftung, die sich mit Partizipation, Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Freiheiten beschäftigt. Und das kann in so einer Arbeitsgruppe nicht fehlen, weil das ist ja...
Ja, da musste ein Politologen dazu haben. Das bin ich zufällig. Ja, wenn Sie das, entschuldige, explizit hat sich die Moderatorin gerade rausgenommen. Nein, nein, und wenn Sie das finanzieren, umso besser. Ja, kann ich gerne drüber nachdenken, weil die Dimension ist so hart. Das ist so hart, dass wir eigentlich nicht mehr wissen, mit wem oder was wir noch in China arbeiten können, weil unsere Menschen dort, mit denen wir arbeiten, auch mit Thinktanks, mit denen wir nachdenken wollen, sich nicht mehr getrauen, mit einer solchen Organisation wie mit uns an einen Tisch zu setzen, weil sie Angst haben, dass sie dann verbrannt sind und zu sehr im Demokratie- und Kontext und im Menschenrechtskontext dann unter Druck kommen. Das ist auch die Realität dieser Welt, die ja auch leider Transdisziplinarität, zumindest auch in anderen Ländern, massiv verhindert. So, das war jetzt mein Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich möchte mich für eine unglaublich spannende und muntere Debatte bedanken. Ich finde es unglaublich, wie wir heute Abend so unterschiedliche Felder gestreift haben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen das fortsetzen, diese Art von Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Herr Bofinger, dass Sie dabei sind, munter mitdiskutieren. Danke, Katharina. Danke, Uwe. Es hat Spaß gemacht und es ist toll. Und jetzt gibt es noch was zu trinken und Brezeln. Und bleiben Sie noch ein bisschen bei uns und nehmen Sie massenhaft Broschüren mit.